So. Ich heiße Sie erstmal herzlich willkommen zu unserer 10. E-Health Lounge heute. Wir haben heute das Thema die elektronische Patientenakte ab 2021. Ein sehr aktuelles Thema, weil das Jahr 2021 steht schon kurz bevor. Und wir freuen uns, dass wir für die heutige Veranstaltung Herrn Charlie Bonnard von der Gematik GmbH begrüßen dürfen, der uns auch nochmal anhand des EPA-Demonstrators erklären wird, was es mit der EPA auf sich hat. Und im Anschluss daran begrüßen wir dann Herrn Dr. Mike Müller-Glamann vom Hausärzteverband Hamburg e.V. Und er wird uns nochmal die Sicht aus der Hausarztpraxis schildern. Und ich sehe, wir sind, glaube ich, relativ vollzählig und würde dann einmal bitten, dass Herr Bonnard sich einmal freischaltet. Herzlich willkommen. Genau, Sie haben im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit, Fragen kurz zu stellen. Das bitte über den F&A-Button machen. Den sollten Sie alle unterhalb der Videos sehen. Und dann bitte einmal schreiben. Ich nehme die Fragen dann auf und gebe sie dann an die Referenten weiter und wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Spaß mit dem Vortrag von Herrn Bunach. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Heuchert, für die einleitenden Worte. Vielen Dank auch an die Gesundheitswirtschaft Hamburg für die Einladung heute und auch an Sie, liebe Teilnehmenden, für das rege Interesse an dem Thema elektronische Patientenakte EPA. Was ich gerne heute machen möchte für Sie mit Ihnen, ist, dass ich Sie einmal durchführen möchte durch das Konzept der elektronischen Patientenakte, sodass Sie einmal ein, ja, ich sag mal, eine Information darüber erhalten, wie die EPA aussieht und auch das anhand eines Demonstrators dargestellt bekommen. Für mich kurz als Feedback, die Präsentation ist zu sehen. Das ist korrekt? Die Präsentation ist zu sehen. Wunderbar. Worüber möchte ich gerne sprechen? Zunächst einmal möchte ich erstmal kurz ein paar Worte über uns als Gematik verlieren. Weshalb spreche ich heute meine Rolle als Produktmanager bei der Gematik zu Ihnen über das Thema elektronische Patientenakte, dann eben das Konzept zu erläutern, den Ausblick, die Demonstration zu zeigen zur Patientenakte und dann vor allem auch einen Ausblick zu geben. Also wohin kommt das Thema eigentlich, wohin wird es noch entwickelt und was erwartet uns da? Vielleicht als erstes dementsprechend zu uns oder über uns. Wir als Gematik sind eine Organisation der Selbstverwaltung des deutschen Gesundheitswesens. Das heißt, unsere Gesellschafter sind tatsächlich alle Interessensvertreter der Sektoren des Gesundheitswesens. Wir sind beauftragt mit der Spezifikation technischer Anwendungen, die zum Teil oder größtenteils eigentlich im SGB V auch niedergeschrieben sind und befassen uns dementsprechend mit dieser Aufgabe und erstellen Spezifikationen, die dieser Aufgabe gerecht werden. Das Ergebnis unserer Spezifikationsarbeit ist allerdings nichts etwas, was wir eigenständig abschließen, sondern immer in Zusammenarbeit, zum einen bereits in der Erstellung der Spezifikation, als auch dann vor allem in der Abnahmespezifikation mit den Gesellschaftern durchführen. Was tun wir dementsprechend in unserem täglichen Arbeiten. Zum einen moderieren wir Dialoge, also zwischen den Vertretern der entsprechenden Sektoren. Zum anderen teilen wir unsere Expertise. Das bedeutet, wir holen natürlich andere Stakeholder ab, die nicht Teil der Gesellschafter sind, aber nichtsdestotrotz Teilnehmer des deutschen Gesundheitswesens. Und wir probieren diese Standards dementsprechend zu setzen, nutzen dementsprechend oder dabei mit Augenmaß internationale Standards auch nach und passen sie nach den Bedürfnissen des deutschen Marktes an. Das Triumvirat unserer Tätigkeit ist dementsprechend Spezifikationserstellung, die Durchführung eines Test- und Zulassungsverfahrens, wenn Industrievertreter unsere Spezifikation nehmen und wirklich haptische Produkte bauen, als auch die Überwachung des Betriebs der Telematikinfrastruktur. Das bedeutet, sobald die Dinge im Feld sind und betrieben werden, haben wir dann ein, ich sage es mal, betriebliches Auge darauf, wie gut bzw. dass die Dinge auch funktionieren. Wir selber als Gematik sind kein Akteur in der Telematikinfrastruktur. Und so ist es daher gekommen, dass wir dementsprechend mehrere Anwendungen bereits konzipiert haben. Wenn wir quasi ein bisschen nach morgen gucken, wenn man so möchte, dann werden wir sehen, dass wir das Gesundheitswesen peu à peu vernetzen werden und noch stärker vernetzen werden, es interoperabel gestalten und vor allem, wie es auch der gesetzliche Auftrag sagt, in Richtung Transparenz und Wirtschaftlichkeit wie auch Qualität probieren zu arbeiten. Die ersten Dinge, die jetzt seit Juli 2020, also seit ein paar Monaten schon im Rollout sich befinden, sind der NFDM, das Notfalldatenmanagement.
EMP, der elektronische Medikationsplan, beides Anwendungen, die federführend auf der Gesundheitskarte gespeichert werden, sowie KIM, Kommunikation im Medizinwesen, ein sicherer Kommunikationsmechanismus zwischen Leistungserbringern. Mein Thema, für das ich hier in der Gematik zuständig bin, ist die elektronische Patientenakte. Und diese startet ab dem 01.01.2021, hat mehrere Medaillen oder mehrere Seiten der Medaillen, die werde ich Ihnen gleich erläutern. Und das Schöne und Tolle an der EPA ist, dass wir etwas haben, was interoperabel gestaltet ist und damit sowohl bundes- als auch bundesweit und sektorenübergreifend verfügbar sein wird, als auch kassenunabhängig ist. Das heißt, für die Ärzte ist die Kassenzügigkeit ihres gesetzlich Krankenversicherten erstmal zweitrangig, wenn es darum geht, die Person mit digitalen Tools unterstützen zu können. Wir haben dann im nächsten Jahr relativ viel, was heiß läuft. Neben der EPA kommt auch das E-Rezept. Das fängt an, ausgerollt zu werden ab Juli 2021. Wir haben die EAU, die jetzt hier nicht draufsteht, weil es keine Anwendung der Gematik ist, aber über die Telematikinfrastruktur verschickt werden wird. Und ab 2022 dann den wirklich flächendeckenden Rollout des E-Rezepts, wie auch den Ausbau der elektronischen Patientenakte mit Hinblick auf medizinische Informationsobjekte, als auch die Fortführung der EPA in Richtung Forschungsfreigabe, Forschungsdatenspende war so ein Stichwort, was in der Presse aufgegriffen wurde aus dem PDSG. Schauen wir ein bisschen tiefer rein in das Konzept der EPA, um zu verstehen, was ist das eigentlich? Denn wenn wir, glaube ich, 5 Leute fragen, kriegen wir wahrscheinlich 5 verschiedene Antworten dazu, was denn die EPA ist oder sein soll. Zunächst einmal semantisch betrachtet, die EPA ist eine elektronische Akte für Patienten. Es ist keine Akte über Patienten, wie sie womöglich heute schon in einzelnen Krankenhäusern beispielsweise läuft, dass man quasi sogenannt Leistungserbringer geführt über die Patienteninhalt dokumentiert. Mehr ist das, was wir unter der EPA verstehen, eine Serviceleistung, eine freiwillige und kostenfreie Serviceleistung, eine, die verpflichtend zu erbringen ist seitens der gesetzlichen Krankenkassen für ihre Versicherten. Das bedeutet, dass ich als Patient demnächst unterstützt werde, mit einem sicheren Tool medizinisch relevante Dokumente für mich ablegen zu können. Der Vorteil darin liegt nicht darin begründet, dass nur ich die Dokumente habe. Vielmehr geht es vor allem auch darum, dass ich diese Dokumente offensichtlich den nächsten behandelnden Ärzten bereitstellen kann. Sinn ist es, dementsprechend Informationsverluste zu vermeiden, Redundanzen in den Untersuchungen Herr zu werden, als auch Verbesserungen in der Therapieempfehlung sozusagen zu ermöglichen, weil wir noch besser einfach die Datengrundlage haben und vielleicht uns nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr Diagnoseschritte sparen können. Ziel ist es dementsprechend die Verbesserung der Informationslage, Stärkung der Rolle des Patienten. Mit dieser Möglichkeit geht natürlich eine gewisse Pflicht einher oder Anspruch einher, dieser Chance auch zu nutzen und auch selber quasi in die Dokumente, die der Arzt für mich beispielsweise einstellt, auch nachvollziehen zu können, um auch meine eigene Genesung teilzuhaben und diese weiter zu stärken. Und wie eben schon erwähnt, das, was die EPA unterscheidet von anderen Dingen, die Sie eventuell unter den Stichworten Gesundheitsakte bisher kennen, elektronische Gesundheitsakte, ist, dass die EPA den Spezifikationen der Gematik entspricht, womit sie interoperabel ausgerollt werden wird. Das heißt, die Schnittstellen sind die gleichen. Das heißt, wie gesagt, für den Arzt ist es egal, bei welcher GKV der Patient versichert ist. Gleichermaßen ist es für den Patienten egal, bei welchem Arzt, bei welcher Kasse der Arzt eventuell ein anderes Vertragsverhältnis noch eingegangen ist oder ähnliches. Für beide gilt, dass die Technik, die sie nutzen, interoperabel ist und damit Inhalte relativ aufwandsarm von A nach B geschoben bzw. bereitgestellt werden können. Wenn wir eine Ebene runtergehen, dann wird das ein bisschen besser erklärlich oder verständlich auch, wenn wir schauen, aus welchen Komponenten sich die EPA zusammensetzt. Die EPA ist, anders als es der Name vielleicht suggerieren mag, kein einzelnes Stück Software, was ich mir installiere und dann ist die EPA da. Die EPA besteht aus mehreren Komponenten. Und wenn wir uns hier unten die Leiste anschauen, dann sehen wir 4 Komponenten, die in der Lieferkette zu tragen kommen müssen. Wir haben auf der linken Seite die Leistungserbringerumgebung, das heißt die Praxis, die Apotheke oder das Krankenhaus. Und dort arbeitet beispielsweise der Arzt mit dem Praxisverwaltungssystem, der Apotheker mit dem Apothekenverwaltungssystem oder der Krankenhausarzt mit dem Krankenhausinformationssystem. Dieses System muss aktualisiert werden oder geupdatet werden, um eine neue Funktionalität namens EPA ausgespielt werden kann die Funktionalität, wenn der sogenannte Connector, der die Praxis mit der Telematikinfrastruktur verbindet, auch geupdatet wird auf die sogenannte Produkttyp Version 4. Da gibt es nämlich mehrere Versionen von, die entsprechend die Fachanwendungslogiken kapseln. Die neueste Logik ist dann die des 4er-Connectors.
Und wir haben dann eigentlich das Herzstück der EPA, nämlich das EPA-Aktensystem in der Telematik-Infrastruktur stehend. Das Aktensystem ist das Backend, in dem die Daten gespeichert werden. Dabei handelt es sich hier um eine verteilte Datenhaltung. Die Daten, die dort liegen, sind Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, sie sind dort komplett verschlüsselt. Und sie können nur von denjenigen eingesehen werden, für die auch eine Berechtigung vorliegt. Das ist offensichtlich auf der rechten Seite der Versicherte selber. Sprich, mit dem eigenen Smartphone oder Tablet kann man sich eine App dann runterladen von der eigenen Kasse und sich an seine Akte einloggen. Was kann man dann damit tun? Man kann in der Akte im Prinzip drei Kernfunktionalitäten vornehmen. Das eine ist, man kann offensichtlich seine Dokumente einsehen. Man kann diese Dokumentenliste ergänzen um eigene Dokumente, beispielsweise aus Zeiten vor der EPA. Man kann Berechtigung verwalten, sprich, welche Praxis zugesberechtigt ist, kann ich in meiner eigenen Umgebung am Smartphone aussteuern und ich kann Protokolleinsichten vornehmen. Das heißt, wenn jemand was in meiner Akte getan hat, ein Upload, ein Download, eine Löschung eines Dokuments, kann ich das nachvollziehen, weil ich so eine Art Log habe, wenn man so möchte. Die Berechtigung, die der Versicherte über das Aktensystem vornimmt, also er legt dort technisch gesprochen eine Policy ab, also ein Konstrukt oder ein Regelwerk, was beinhaltet, welche Telematik-ID zugreifen darf aufs Aktensystem. Das bezieht sich auf die, wie Sie hier sehen, links die Institutionskarte. Mit der Institutionskarte verbindet sich eine Telematik-ID, das heißt die Kennung der Leistungserbringer-Umgebung, mit der diese Umgebung angemeldet ist in der Telematik-Infrastruktur. Diese Telematik-ID, die wird dort gespeichert und wenn jemand aus der Umgebung quasi am Aktensystem anklopft, dann wird er reingelassen, etwas salopp gesprochen, weil er bekannt ist dem Aktensystem gegenüber und dementsprechend auch ein Lese- und Schreibrecht haben darf. Soviel erstmal so ein Setting. Also wir haben dementsprechend zwei verschiedene Enden, die auf das Aktensystem zugreifen können. Wir haben die Leistungserbringerumgebung mit dem Praxisverwaltungssystem, wir haben den Versicherten mit der App und wir haben das Aktensystem in der Mitte. Wie gesagt, die Dokumente, die von Ende zu Ende verschlüsselt ausgetauscht werden, liegen Ende zu Ende verschlüsselt im Aktensystem ab. In der Praxis ist es so, dass die Entschlüsselung der Dokumente durch den Connector gekapselt wird, als auch die Verschlüsselung der Dokumente, worauf Ärzte warten müssen, dementsprechend ist, dass sie von ihren Herstellern der Verwaltungssysteme oder von Connectors eine Information bekommen, dass die Updates für die EPA vorliegen. Ebenfalls benötigt wird das E-Health-Kartenterminal, das heißt ein Kartenterminal, welches unter Umständen auch vom Versicherten zu benutzen sein wird. Wozu? Das zeige ich Ihnen gleich in der Demonstration. Aber soviel erstmal zum Setup. Und das Wichtigste steht doch in der Überschrift, dass das Wirken der EPA kommt vor allem dann zustande. Zum einen natürlich technisch betrachtet, wenn wir die Komponenten haben, aber zum anderen, wenn wir tatsächlich auch die Nutzer haben. Also EPA lebt davon, dass wir Informationen bereitstellen, sodass sie für den Fall der Fälle oder in der Situation, in der es darauf ankommt, Informationen bereitstehen. Das bedeutet wirklich, die Interaktion mehrerer Nutzer ist notwendig. Schauen wir uns das Ganze einmal an in einer Demonstration, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie das Ganze aussehen könnte. Sie sollten jetzt an der Stelle ein Windows-Screen sehen. Ist das korrekt? Ja. Ja, fantastisch. Wir haben hier an der Stelle mal ein Praxisverwaltungssystem demonstriert. Wir haben also hier eine Benutzeroberfläche auf einem Windows-Computer, haben hier unsere Anwendung, die wir jetzt einmal starten und haben hier jetzt erstmal die Sicht des Arztes. Also wir gucken jetzt nicht auf die Sicht des Versicherten, wir gucken auf die Sicht des Arztes. Auf die möchte ich mich heute konzentrieren. Wir loggen uns ein als Dr. Stefan Schneider und gucken uns jetzt mal an, was wir dort in dem Praxisverwaltungssystem finden. Grundsätzlich haben wir verschiedene Sichten. Wir haben Versichten über beispielsweise Termine, über Aufgaben, über eine Raumbelegung. Vorweg, wir wissen natürlich, dass das, was wir hier da sehen, eine etwas neuere Darstellung ist, eine etwas moderner anmutende Darstellung, haben uns aber bewusst daran orientiert, um auch die Erwartungshaltung so ein bisschen auch gegenüber der Industrie kenntlich zu machen, die wir damit haben, was die Integration der EPA-Funktionalitäten angeht. Wenn wir uns in die Sicht, wir gehen mal chronologisch so ein bisschen vor, des Praxispersonals begeben. Ja, wir gehen jetzt mal in die Rolle von Sabrina Winter. Und wir gucken jetzt mal auf den nächsten Patienten, der ankommt, und zwar ist es Thorsten Wagner. Thorsten Wagner kommt heute in die Praxis rein, in die Hausarztpraxis, und er gibt, so wie heute auch schon, seine EGK rüber, mit der
versicherten Status geprüft wird. Was man im Idealfall auch gleich sehen können sollte am Empfang, ist der Status der EPA. Also ich könnte sehen, dass Thorsten Wagner eigentlich eine EPA hat. Ich kann in den Dialog gehen, schon am Empfang, ob er nicht einen Zugriff vergeben möchte. Und den Zugriff kann er vergeben in der Stufe 1 der EPA auf Dokumente, die von anderen Leistungserbringern eingestellt worden sind oder Dokumente, die der Versicherte selber eingestellt hat. Wenn wir hier beispielsweise das Schlösschen klicken, dann haben wir die Möglichkeit, hier eine Einstellung vorzunehmen mit entsprechenden Vorfiltern, die man konfigurieren kann. Der Einfachheit halber, sagen wir mal, 3 Monate Zugang möchten wir gewähren. Dem stimmt der Thorsten Wagner zu. Wir speichern diese Einstellung. Was jetzt passiert ist, dass diese Einstellung über den Connector ins Kartenterminal geroutet wird. Das Kartenterminal ist jetzt sichtbar für den Versicherten. Er steckt seine EGK rein, denn die EGK ist tatsächlich ein Authentifizierungsmittel. Und wir sehen jetzt folgende Anzeigen im Kartenterminal-Display. Wir sehen, dass dem Versicherten angezeigt wird, ob er einverstanden ist mit folgender Anfrage, nämlich der Einrichtung einer Berechtigung für Praxis Dr. Schneider auf die Akte von Thorsten Wagner mit Ende der Berechtigung zum 1.11.21 jetzt an der Stelle und für Dokumente vom Versicherten und, wir haben es jetzt abgekürzt, Medizinern. Wir sagen okay dazu und jetzt muss der Versicherte einen 6-stelligen PIN seiner EGK eingeben. Wenn er das tut, dann wird diese Anfrage bestätigt und wir sehen, dass wir ein Zugriffsrecht haben aus der Praxis kommend. Jetzt gehen wir in die Rolle des Arztes. Wir versetzen uns in die Rolle von Stefan Schneider und gehen tatsächlich in die Karteikarte von Thorsten Wagner rein. So, was passiert dann? Was wird jetzt anders mit der EPA? Zunächst einmal haben wir in den heutigen Praxisverwaltungssystemen eigentlich eine Karteikarte oder eine Art Trackingliste, sage ich jetzt mal, in der wir Einträge festhalten, weshalb ein Patient bei uns in Behandlung war. Wir sehen, dass er hier beispielsweise Knieschmerzen hatte, Husten, Knieschmerzen etc. Und das, was wir uns gerne wünschen würden und was die EPA grundsätzlich an Funktionalität hergibt, ist, dass, wenn wir Zugriff haben auf die EPA, wir auch Dokumente sehen von Ärzten, die wir nicht sind offensichtlich, also die aus von extern stammen. Wir sehen dann beispielsweise die Möglichkeit, einen chronologischen Einschub zu erhalten von Dokumenten, die in der EPA abrufbar sind, die mir quasi noch besser darstellen, welche tatsächlichen chronologischen Verlauf die Krankheit oder die Genesung von meinem Patienten genommen hat. Und wir sehen hier tatsächlich auch was Relevantes, und zwar zum Knieschmerz davorgehend, da war unser Patient auch schon unterwegs, und zwar bei Philipp Klein und Alexander Schmitz in der Behandlung. Wenn wir da mal raufgucken auf so ein Dokument, dann sehen wir auch, es da stehen, wir könnten uns das anschauen, wir sehen die Metadaten, also die Schlagworte, mit denen es abgelegt wurde, wer hat das eingestellt, wann wurde es hochgeladen etc. Und wenn wir feststellen oder als Arzt, dass wir sagen, wir möchten gerne diese Dokumente zu uns übernehmen, ich möchte sie gerne lokal festhalten, das macht an der Stelle als Stefan Schneider Sinn, ich bin der behandelnde Hausarzt, ich habe so ein enges Verhältnis mit meinem Patienten, dann könnte ich überlegen zu sagen, ich lade mir diese ganzen Dokumente runter. Und was Sie hier sehen ist, wir haben hier so eine Farbcodierung, mit der haben wir spielerisch gearbeitet, zu sagen, dass anhand von Color Codes es möglich ist, relativ schnell wahrzunehmen, liegen diese Dokumente eigentlich lokal ab, das wäre jetzt alles graue, oder liegt das eventuell in der EPA ab, das wäre etwas farblich hervorgehoben ist. Das wäre ein integrativer Blick auf die Chronologie. Man könnte aber auch einen dezidiert dokumentenbasierten Blick aufsetzen. Das heißt, was wir tun können, wir können auf so eine Dokumentenliste klicken, das haben wir gerade rechts angetriggert, und dann können wir auch zusammenfassen, alle Dokumente oder nur lokale Dokumente oder Dokumente, die aus der EPA stammen. Und wie Sie sehen, sehen Sie eventuell schon relativ viel hier an dem Punkt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, angenommen, mein Patient hat eine umfassende Krankheitshistorie, ist vielleicht auch Chroniker, ist bei vielen Ärzten in Behandlung, es kommen viele, viele Zettel zusammen. Wie soll man da die Übersicht behalten? Wir haben die Antwort darauf genommen, dass wir sagen, dass überhand der Metadaten, die Sie hier oben sehen, dort entsprechende Filter setzen können, die der Suche helfen. Das eine ist, man könnte natürlich aus diesen unscharfen Angaben, die man bekommt, also der Arzt sagt letztes Jahr, das war irgendwann 2020, da kann man das erste Mal filtern, das war irgend so eine Art Brief. Das heißt, man kann diese Angaben nehmen und man kann sie dann noch einsetzen. Die Angaben, die Sie hier sehen, sind tatsächlich hart kodiert. Das heißt, das sind Auswahlen, die Sie auch bekommen sollten in Ihrem Praxisverwaltungssystem. Denn diese Auswahlmöglichkeiten basieren auf sogenannten IAE-Standards. Integrating the Healthcare Enterprise nennt sich das. Das sind Profile, die genutzt werden, um quasi eine gewisse Standardisierung, Strukturierung in die
Ablage von Dokumenten und den Austausch von Dokumenten reinzubekommen. Und diese Informationen, die hinterlegen, und also diese Metadaten, die hinterlegen, haben sich dementsprechend bewährt, weshalb wir sie nachnutzen. Und wir sehen jetzt halt anhand dieses Beispiels, anhand einer unscharfen Angabe, wie im letzten Jahr, da hat er mir einen Brief in die Hand gedrückt, ganz salopp gesprochen, dass sich eine relativ lange Ergebnismenge schnell eingrenzen lässt, schnell reduzieren lässt auf nur noch 4 Einträge. Und dann sieht man auch natürlich, wer hat denn das eingestellt, wer war denn der Autor davon. Und dann kann man entsprechend filtrieren und sich die Dokumente ziehen, die einem erstmal als relevant erachten. Wie kann ich Dokumente einstellen? Wenn wir Dokumente einstellen wollen, dann ist es so, dass wir diese beispielsweise ins PVS stellen können, einzig und allein. Und das ist auch eine ganz wichtige Information. Die EPA ändert erstmal nichts an der eigenen Dokumentenverwaltung in der Praxis und ändert auch nichts daran an den eigenen Archivfristen oder Tätigkeiten, die man vor Ort vornimmt. Was lokal ist, ist lokal und bleibt lokal. Die EPA wird nicht dazu führen, dass es einen Automatismus des Datenabgleichs gibt. Also weder werden die Dinge, die Sie in der EPA in der Akte heute speichern in Ihrem Praxisverwaltungssystem, in die EPA automatisch hochgeladen, noch werden diese automatisch heruntergeladen. Up- und Download sind ganz bewusste aktive Schritte und sollten auch insbesondere der Upload konkret mit dem Patienten besprochen werden, damit klar ist, was in der Akte landet. Wir gehen jetzt mal in den Fall. Thorsten Wagner war heute wegen Bauchschmerzen hier, hat ein weiches Abdomen gehabt und wir kommen zu dem Ergebnis zu sagen, dass wir ein kleines Blutbild beauftragen möchten. Und das machen wir auch. Thorsten Wagner verlässt die Praxis und wir schalten einen Tag nach vorn und erhalten das Ergebnis des Blutbildes zurück. Und führen ein kleines Telefonat, geben quasi die Entwarnung zurück. Blutbild ist unauffällig. Einfach weitermachen wie gehabt, mit der entsprechenden Diät, um der Verdauung Herr zu werden. Und Thorsten Wagner bittet darum, dass er das Dokument auch bekommt. Das fände er toll, wenn das in die Akte gestellt wird. Dann können wir Folgendes tun. Wir können erstmal über einen Anhang das Blutbild vom Laufwerk hier ins Praxisverwaltungssystem laden. Und die Darstellung, wie wir jetzt hier sehen, ist verhältnismäßig klassisch. Also wir haben jetzt beispielsweise einen Fax bekommen, das haben wir eingescannt. Und jetzt müssen wir, um es entsprechend hochladen zu können, dieses Dokument mit Metadaten, diesen Schlagworten versehen, damit das, was wir eben getan haben, nämlich Dokumente zu suchen und zu finden, auch andere tun können mit diesem Dokument, was ich neu ergänze, hinzufüge. Wir müssen Angaben hinterlegen zum Autor, zur Fachrichtung etc. etc. Das mag jetzt erstmal sehr viel anmuten, aber wie Sie gleich sehen werden, mit der entsprechenden Vorkonfigurierung kann man da relativ schnell zum Ergebnis kommen. Gehen wir zum Autor zunächst. Unsere Hypothese ist, dass wir sagen, es wird wahrscheinlich ein gewisses Set an Leistungserbringern geben, mit denen Sie enger zusammenarbeiten, wie beispielsweise einem oder mehreren Laboren. Die kann man vordefinieren. Damit vordefiniert können auch andere Dinge sein, dementsprechend die Fachrichtung, die Art der Einrichtung etc. Die Dokumententypen, die Sie hochladen, die werden je nach Fachbereich auch relativ schnell definierbar sein. Ich kann also sagen, ich lege einen Vorfilter an nach Laborergebnissen, mache den Haken, habe also schon relativ viel ausgeführt und bin eigentlich jetzt schon fertig. Und wenn ich das jetzt speichern würde, dann käme das jetzt erstmal nur in mein PVS hinein. Wir sagen aber, wir wollen das Dokument auch zusätzlich in der EPA speichern. Also hier könnte es einen kleinen Haken geben. Dann würde es auch das nochmal ergänzt werden um den Dateinamen, Datum der Einstellung und Datum von mir und die Information von mir selber als Einsteller, die ja schon im Praxisverwaltungssystem hinterlegt ist. Wenn ich das tue, dann sehen wir haben auch gleich die Schraffierung hier gesehen, dass dieses Dokument, so wie es bei dem Röntgenbild und dem Arztbrief oben weiter der Fall war, auf einmal mit einer doppelten farblichen Markierung zu sehen ist. Insofern also einmal kurz ein paar Vorschritte zum Thema, wie könnte es aussehen. Wie gesagt, Betonung an der Stelle, dass diese Darstellung, die Sie hier sehen, erstmal fiktiv ist. Das ist eine demonstrative Darstellung von unserer Schematik. Ziel und Zweck ist allerdings nichtsdestotrotz, dass die EPA Funktionalitäten bietet, die dementsprechend genutzt werden können, um mit der entsprechenden Schnelligkeit das Tool zu bedienen und sich darin zurechtzufinden. Gehen wir nochmal kurz zurück auf den Foliensatz. Dann werden wir da noch ein paar andere Dinge sehen. Die EPA kommt zum 01.01.2021, hatte ich vorhin gesagt. Und das gilt insbesondere für den Teil, der rechts zu sehen war, nämlich die Versichertenseite. Die GKVen sind angehalten, fristbezogen zum 01.01.2021 die EPA bereitzustellen. Und das wird auch
geschehen. Auf der linken Seite, auf der Leistungserbringerseite, ist es so, dass wir jetzt ab dem 01.01.2021 eine kontrollierte Inbetriebnahme haben werden. Das bedeutet, die Connector-Hersteller, die ihre Updates gerade entwickeln und in die zum Test- und Zulassungsverfahren bei uns einreichen, werden sukzessive ihre Produkte ausrollen im Markt oder updaten, besser gesagt, ebenso die Primärsystemhersteller. Das bedeutet, ab dem 01.01.2021 bekommen wir eine flächendeckende Verbreitung dieser Anwendung, die allerdings dementsprechend ihre Zeit in Anspruch nehmen wird. Das wird sich also nicht um einen Big Bang handeln, wenn man so sagen möchte, sondern es wird sich um einen Hochlaufen, einen Warmlaufen handeln, in den ersten zwei Quartalen vor allem. Was es also bewirkt, ist, dass wir eine sektorenübergreifende Verfügbarmachung von Dokumenten haben. Aber das ist nicht alles, weil wir haben mit der EPA den ersten Schritt gelegt, wir haben den Grundstein gelegt und wir haben auch bewusst im Rahmen der Spezifikation, auch im Sinne der Machbarkeit, auf ein Minimum Viable Product gesetzt, also eine Minimalprodukttyp-Version, um überhaupt das Konzept zu etablieren und die Funktionsweise zu etablieren. Wir haben zwischenzeitlich bereits die Spezifikation der EPA 2.0 verabschiedet. Maßgebliche Änderungen sind hier, dass wir weitere Nutzerkreise in die Telematikinfrastruktur aufnehmen und denen auch den Zugang zu EPA ermöglichen, insofern der Versicherte das möchte. Dazu gehören Pflege, Hebammen, Physiotherapeuten. Wir haben ein verfeinertes Berechtigungsmanagement bis runter auf in einzelne Dokumente. Wir können Abrechnungsdaten einstellen, wir können Vertreter festlegen, wir können einen Anbieterwechsel ermöglichen zwischen den Kassen und Daten mitnehmen. Passdokumente kommen rein, Mutterpass, U-Heft, Zahnbonusheft, Impfpass und andere strukturierte Dokumente, wie beispielsweise auf Labordaten. Derzeit beschäftigen wir uns mit Fragestellungen der EPA 3.0. Dazu gehört die Datenfreigabe zu Forschungszwecken, wie sie auch vorne schon genannt worden war, die Anbindung von DIGAs, die sogenannten Apps auf Rezept, das Zusammenspiel mit anderen Fachanwendungen, wie mit dem NFDM, dem EMP, soll nochmal hinterfragt werden, dass es dementsprechend flüssig und integriert wirkt. Den Umgang mit Bilddaten möchten wir uns widmen, wie auch den mobilen Zugang für Leistungserbringer. Der Connector ist offensichtlich für eine Hebamme oder einen Hausarzt auf Hausbesuch und nicht wirklich praktikabel. Da suchen wir gerade nach Möglichkeiten. Und auch noch länger betrachtet schauen wir auch, dass wir die EPA im europäischen Ausland gangbar machen können. Eben war das auch der Lebensrealität der deutschen Bundesbürger widerspiegelt entgegenkommt. Was Sie sehen, Sie haben dementsprechend die Go-Live-Daten unten dargestellt, das sind Jahresscheiben, über die wir reden. Habe aber eben schon gesagt, für die EPA 2.0 sind wir spezifikatorisch schon fertig. Warum ist das der Fall? Das hängt mit der langen Lieferkette zusammen. Ähnlich, wenn Sie sich ein teures, komplexes Produkt als Privatperson kaufen, ist es auch hier nicht anders im Softwarebetrieb. Wenn Sie da tatsächlich möchten, dass das Praxisverwaltungssystem um diesen Funktionsumfang aufwächst, dann sind wir darauf angewiesen, dass die Industrie nach Veröffentlichung relativ viel Zeit hat, um zu entwickeln, selber zu testen und dann auch bei uns durch die Testverfahren zu kommen, um die Zulassung zu erhalten. Das heißt, diese Zeit, diese Karenzzeit, die ist durchaus notwendig und es ist unser Ziel, dass die Industrie mit 1,5 Jahren Entwicklungszeit planen kann. Was bleibt mir übrig zu sagen? Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank hoffentlich fürs Mitmachen, denn das, was wir hier tun als Gematik, ist offensichtlich nur ein kleiner Baustein. Durchaus wichtig offensichtlich, weil wir halt eben die Standards setzen und die Schnittstellen definieren. Aber diese ganze Digitalisierung kann nur gelingen, wenn alle im Prinzip ihrer Rolle gerecht werden. Das bedeutet, wir brauchen die Industrie, die diese Spezifikationen auch tatsächlich aufgreift und Produkte baut. Wir brauchen die Ärzte, die diese Anwendungen selber verstehen und tragen und auch entsprechend nutzen. Und wir brauchen natürlich auch die Versicherten, die nachvollziehen können, was eigentlich da gerade passiert und welche Chancen die Dinge bieten. Dementsprechend arbeiten wir derzeit auch sehr stark kommunikativ an dem Thema, hoffen, dass wir durch Veranstaltungen wie diese sie in den Dialog einbeziehen können und freuen uns auch selber, wie auch eingangs erwähnt, in weitere Dialoge einsteigen zu können. Denn was uns auch ganz klar bewusst ist, ist, dass die EPA ab dem 01.01.2021 der erste Schritt ist. Und wir sind sehr glücklich über diesen Schritt und können, glaube ich, auch alle gemeinsam sehr stolz sein, welche großen Schritte wir gehen im deutschen Gesundheitswesen. Aber es ist nicht der letzte Schritt. Und um genau zu wissen, welche Anforderungen, welche Bedarfe Sie als Nutzer auch dann schlussendlich haben in der EPA, ist es wichtig, dass wir diese Anforderungen mit erheben, mit berücksichtigen und dementsprechend das in die Spezifikation mit aufnehmen. Ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und würde erstmal zurückgeben an Frau Heuchert an der Stelle. Ja, vielen Dank erstmal, Herr Bonnard, für den Vortrag und die Demonstration. Wir haben auch ein paar Fragen in der Zwischenzeit schon mal reinbekommen. Ich werfe jetzt mal ein paar daraus
beantworten. Und zwar gab es einmal ganz am Anfang schon die Frage, ob die EPA nur für die beiden Betriebssysteme iOS und Android zur Verfügung stehen sollen oder ob es auch noch also andere Möglichkeiten geben wird, weil das wäre ja erstmal dann die Apple- oder Google-Umgebung, die diesen Zugriff ermöglicht. Genau, da vielleicht da gleich Bezug drauf genommen. Grundsätzlich ist es so, dass wir technisch betrachtet vom sogenannten Frontend des Versicherten sprechen. Also wir als Spezifikateure sind erstmal relativ frei, was das angeht, über welche Plattform es umgesetzt wird. Wir wissen, dass der gesundheitspolitische Wunsch sehr stark war und das ist auch der eigene Wunsch der Kassen auch tatsächlich, die Anwendung in die mobilen Geräte der Versicherten zu bekommen, einfach weil die hoch verfügbar sind und unterwegs sind. Und unseres Wissens nach, es wird tatsächlich erstmal an Android und iOS gearbeitet. Inwiefern da noch Desktop-Lösungen in Zukunft kommen, wird man sehen. Inwiefern auch durch, ich glaube, Huawei ist es beispielsweise, die müssen ihr eigenes Betriebssystem perspektivisch bauen, da auch noch eine Säule gebaut wird. Das muss man sehen. Die Spezifikation gibt es her. Die Entscheidung darüber obliegt allerdings den Kassen, welche Angebote sie ihren Versicherten machen wollen. Sie sind noch auf stumm geschaltet, glaube ich, Frau Reuchert. Eine weitere Frage ist, inwieweit die PVS- und KISS-Anbieter bisher schon eingebunden sind für die Entwicklung der EPA und zudem eben auch, wie das mit den Schnittstellen aussieht für die Interoperabilität. Gehen wir auf die erste Frage kurz ein. Also was ich vorhin nicht erwähnt habe, Test- und Zulassungsverfahren, warum machen wir das als Gematik? Das machen wir nicht, weil wir einfach wollen, sondern weil wir es tatsächlich auch müssen und dürfen. Rechtlich betrachtet sind wir Belieren des BMGs, das heißt, wir dürfen Rechtsakte aussprechen und dürfen normativ beurkunden quasi, dass jemand Teilnehmer der Telematikinfrastruktur werden darf. In diesem Zusammenhang stellen wir der Industrie Service- und Test-Tools zur Verfügung. Service-Tools sind beispielsweise kostenfrei zu nutzen, Test-Tools sind kostenpflichtig zu nutzen, die den Entwicklern Hilfestellung dabei geben, wie sie die Produkte bauen können und dass sie die Produkte auch eigenständig testen können. Beispielsweise gibt es ein sogenanntes Aktensimulationssystem, den Aktor. Es gibt Videos zur Implementierung in Ergänzung zum Implementierungsleitfaden für die Primärsystemhersteller. Das sind Dinge, die wir gemacht haben oder immer wieder bereitstellen. Und wir hatten auch jetzt erst Ende Oktober ein großes Industrieforum, bei dem wir probieren, einerseits auf Fragen einzugehen, aber andererseits vor allem Kontakte zu ermöglichen, eben zum Testen mit uns als auch mit anderen Industrievertretern wie den Connector-Herstellern, um die Interoperabilität sicherzustellen. Die Frage der Schnittstellen ist jetzt gerade noch ein bisschen weich. Ich kann gleich nochmal in den Chat mit reingucken und es nochmal aufgreifen. Was haben wir? Wir haben IAEX DSB, worauf wir basieren, dementsprechend noch nicht XDSI, deswegen hat die Imagings, die Bilddateien, die wir gerne aufgreifen wollen. Das ist jetzt erstmal das Maßgebliche, was ich erstmal zum Thema Schnittstelle sagen würde. Ich gucke gleich nochmal rein, vielleicht verstehe ich dann die Frage nochmal ein bisschen besser, worum es ging. Prima. Es kam noch die Frage, ob die Metadaten vorgegeben sind. Ja, das sind sie in der Tat. Also eben weil wir auf IAE bauen und beispielsweise so eine Dinge wie Practice Setting Code oder Author Speciality nachnutzen, haben wir konkrete Wertelisten, Value Sets, die schon definiert sind und die dann ja zu referenzieren sind in der Implementierung. Okay. Eine weitere Frage war, ob nach Einverständnis der Nutzer die EPA-Daten auch durch die Kostenträger genutzt werden können. Eine sehr wichtige Frage, tatsächlich eine sehr sensible Frage und die klare Antwort lautet nein. Tatsächlich ist es so, dass in der EPA 1.1 die Kostenträger komplett außen vor sind. Das heißt, die einzige Rolle, die ein Kostenträger, eine Kasse da spielt, ist lediglich das Produkt zur Verfügung zu stellen, diese digitale Gesundheitsversorgung und ich als Versicherter kann sie nutzen. Ich kann aber in der EPA 2.0 meine Kasse berechtigen, mir Rohrpost zu schicken. Nicht mehr als das. Die Kasse wird nie in der Lage sein, das ist technisch ausgeschlossen, in meiner EPA nachzuschauen. Sie kann nie eine Leseberechtigung bekommen. Also das kann ich auch gar nicht fehlerhaft einstellen. Das ist ausgeschlossen. Ich könnte aber, auch das müsste ich allerdings wollen, sagen, dass ich gerne beispielsweise Abrechnungsdaten von meiner Kasse erhalten will. Das wäre dann jetzt erst Gegenstand der EPA 2.0 und wie gesagt, exkludiert komplett ein Leserecht für die Kasse. Es sind mehrere Fragen aufgetaucht, wie sozusagen die Sicht auf die EPA aus Patientensicht sozusagen ist. Gibt es da auch schon einen Demonstrator oder
ja, welche Beispiele, wie das dann aussieht. Wir sind ja alle irgendwann auch mal Patient in diesem Gesundheitssystem, wie das da aussieht. Und vielleicht gleich die zweite Frage, die immer wieder auftaucht. Wie wird es sozusagen dem Patienten auch zugänglich gemacht? Wie sieht das Marketing aus? Wie bereitet man die Patienten darauf vor, das dann auch tatsächlich aktiv zu nutzen? Ja, also gibt vieles und gibt es. Wir haben tatsächlich einen Demonstrator auch für die App. Falls die Zeit nachher bleibt, können wir da auch kurz einen Blick drauf werfen. Aber ich glaube, im Sinne, dass wir einfach durch die Agenda kommen, ist nochmal gut, dass wir erstmal weitergehen. Aber wichtig war für mich tatsächlich erstmal auch zu zeigen, wie sieht das aus auf der Seite, die auch die Daten überhaupt produziert, nämlich der Arzt. Und der auch quasi, dem empfohlen wird, diese auch nachzunutzen, um halt eben entsprechend vielleicht noch besser diagnostizieren zu können. Aber ja, wir haben einen Demonstrator. Die Apps werden dementsprechend sehr zeitnah kommen. Bis zum 1.1. ist nicht mehr viel Zeit, die dann ins Land gehen kann. Und in puncto Aufmerksamkeit oder Informationskampagne ist tatsächlich viel, was getan wird. Das PDSG verpflichtet zum Beispiel die Kassen sehr stark, vollumfänglich ihre Versicherten zu informieren. Und ich kann aus erster Hand berichten, dass wir sehr, sehr eng mit den Kassen zusammenarbeiten und dort eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Kommunikatoren haben, die sehr adressatengerecht kommunizieren wollen. Wichtig für die Kassen ist natürlich, dass man das Thema so darstellt, dass es verständlich ist und die ganzen Datenschutzbedenken, die es zu Recht gibt und die Fragen, die man hat, die in Deutschland sehr prominent sind, dass man denen auch gerecht wird. Das heißt, da muss man schauen, wie man das dann austariert. Ich persönlich würde aber davon ausgehen, dass sie tatsächlich zu Ende des Jahres im Dezember dann die ersten Informationen bekommen oder sehen werden und spätestens, wenn sie ab dem nächsten Jahr auf ihre Kassen zugehen und das Angebot wahrnehmen möchten, dann werden sie auch dementsprechend auf informierte Service-Mitarbeiter treffen, die ihnen hoffentlich ein gutes, rundes Bild geben können dessen, was die EPA eigentlich für sie bedeuten kann. Eine Frage oder mehrere Fragen zielen auch darauf ab, ob digitale Übertragungen möglich sind. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ja das Beispiel mit dem Bluttest, mit dem Fax, wie das dann da sozusagen hinterlegt ist. Wie sieht es aus, da auch digital Daten schon zu übertragen, zu hinterlegen? Und auch bei webbasierten Systemen oder cloudbasierten Systemen, wie ist da sozusagen die Anbindung oder die Überführung möglich? Ja, genau. Ich sehe gerade konkret diese Frage, ne? DIGAs als Web-Apps. Wie geht da die Anbindung in die EPA? Also in der Tat ist es so, dass was Sie heute tun können, ist ab der EPA 1.1 schon direkt, Sie können Daten importieren. So, das bedeutet, haben Sie eine parallele App, die koexistiert oder sie woanders unterstützt, beispielsweise Adipositas-Programm, und diese App kann Ihnen Therapieergebnisse ausspucken, dann können Sie dieses Datenkonstrukt exportieren und importieren in die EPA. Das wäre eine frontendseitige Integration, das wäre so eine Art, ich nenne es mal Inter-App-Share-Feature, dass Sie also die Ergebnisse dieses PDF, was Sie beispielsweise exportieren können aus der App, aus der DIGA, in der EPA zusätzlich ablegen. Das wäre ein manueller Schritt. Das ist eine Voraussetzung für die DIGAs tatsächlich. Das ist schon dort geregelt in der DIGA-Verordnung, dass die IGAs das unterstützen können müssen. Ohne Export keine DIGA-Zulassung. Wir arbeiten aber derzeit, das war versteckt quasi unter dem Punkt der EPA 3.0, DIGA-Anbindung, daran, dass es womöglich auch eine Backend-Schnittstelle geben soll. Das heißt, vorstellbar wäre es, schön wäre es, dass wenn ich in meinem DIGA periodisch neue Informationen bekommen oder diese erzeugt werden, dass diese automatisiert vielleicht in EPA geschrieben werden. Da sind wir gerade in der Konzeptionsphase und schauen, dass wir das hinbekommen, dass da so eine bessere Integration da ist, weil wir glauben, dass es auch so ein bisschen der Nutzererfahrung oder Nutzererwartung auch entspricht, die da draußen vorherrscht. Okay, vielen Dank erstmal. Ich würde jetzt an dieser Stelle einmal darum bitten, sich vielleicht mögliche Fragen nochmal aufzubewahren für die spätere Diskussionsrunde. Ich würde jetzt erstmal überleiten zu Herrn Dr. Müller-Glamann. Ja, das sehe ich schon. Ich schalte mich auch gerade bei und freue mich jetzt auf den Beitrag von Ihnen. Auch da im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, über die Frage- und Antwortfunktion nochmal ein paar Fragen direkt zu dem Vortrag dann zu stellen. Und im Anschluss werden wir dann insgesamt nochmal eine kleine Diskussionsrunde haben. Ja, guten Tag. Ich sehe mich nicht. Wir sehen und hören Sie aber. Ach so, Sie sehen und hören mich. Wunderbar. Mein Name ist Mike Müller-Glamann. Ich bin niedergelassener Allgemeinmediziner in Bramfeld. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich bin computeraffin. Ich habe aber den EPA-Demonstrator auch gerade eben das erste Mal gesehen.
Kurz zu mir noch. Ich starte mal die Bildschirmpräsentation. Thema die elektronische Patientenakte. Ich bin zweiter Vorsitzender des Hausärzteverbandes, Sprecher der Hausärzte in der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg. Da kommt sozusagen ja für uns Hausärzte das Geld her. Sozialrichter in Hamburg und verheiratet, 4 Kinder und spiele Basketball. Die Digitalisierung in der Hausarztpraxis ist ja nun was, was seit Jahren uns begleitet. Angefangen hat das letztendlich 1994 mit Informationssystemen auf DOS-Basis, Labordatenübertragung, DFÜ, damals noch mit Modem, Windows-basierten Arztinformationssystemen, Festlegung der Telematikinfrastruktur im Gesetz 2004. 2008 wurden wir zu einer papierfreien Praxis. 2010 habe ich ein Tablet assistierte Anamnese im Wartezimmer etabliert. Seit 2015 HZV, hausarztzentrierte Versorgung. Das ist für Hausärzte im Moment ein ganz entscheidender Punkt. Ein zweiter Versorgungsweg an der Kassenärztlichen Vereinigung vorbei. Seit 2016 Spracherkennung für Befunde und Befundversand über eine App. 2017 KV SafeNet mit KV Connect und die ersten E-Arzt-Briefgeschichten. Ein wirklich fantastisches System eigentlich. Leider nutzen es in Hamburg ungefähr nur 100 Ärzte. 2017 webbasierte Laborkommunikation, so dass man sofort Befunde auch nachbestellen kann mit Push-Nachrichten auf Handy. Seit 2018 in der Praxis Online-Termine. 2018 TI. Künstliche Intelligenz, Anrufbeantworter, Rezeptanforderungen online. Die Digas kommen jetzt, Calmera, Libra, die beiden, die bislang aufgeführt sind, will ich nachher auch noch kurz was zu sagen. Und bei mir in der Praxis seit letzter Woche ein einigermaßen funktionierender Anrufbeantworter. Die elektronische Patientenakte kann für uns eine echte Bereicherung sein. Wir haben das gerade eben schon gehört. Aber das Entscheidende ist eben auch diese Geschichte, man muss die Nutzer mit ins Boot holen. Und da sind natürlich die Ärzte ein ganz entscheidender Player. So steht das tatsächlich im Gesetz drin. Die Stärkung der bestehenden Arzt-Patienten-Beziehungen durch Erweiterung des Austausches von Informationen ist klar. Wenn ich mit dem Patienten darüber kommunizieren kann, schnell und unkompliziert, dann wird das sicherlich den Patienten an den Arzt binden und ist von uns zu begrüßen. Man kann ganz leicht eben das Austauschen, die Dokumente muss nicht immer ausdrucken, nicht immer faxen. Faxen ja auch ein Problem für uns. Es funktioniert immer schlechter. E-Mails eigentlich nicht so richtig zugelassen. Ein immer wiederkehrendes Problem, das Schließen der Informationslücken zwischen den Behandlern, damit das Vermeiden unnötiger Doppeluntersuchung und damit letztendlich die Reduktion der administrativen Aufwände innerhalb der Praxis für die Fremddokumentbeschaffung. Wir rennen in der Regel als Hausärzte unglaublich oft hinterher, dass wir eben von Fachärzten, von Krankenhäusern die Dokumente nicht bekommen. Und was schon angesprochen wurde, ist eben ab 2022 dann auch die Möglichkeit, eben für den Versicherten Abrechnungsdaten sich zukommen zu lassen und natürlich auch die Transparenz des Versicherten über den Gesundheitszustand durch Einsichtnahme in die Arztdokumente. Das heißt, wenn er permanent Daten kriegt, wie es um ihn aussieht, sei es nun über eine App oder über die Laborwerte, die da reinlaufen, ist er vielleicht auch compliance-mäßig besser drauf und nimmt sich mehr wahr. Ich möchte ganz kurz aber sagen, wie sieht es denn aus in so einer Hausarztpraxis? Genauso wenig, wie wahrscheinlich ich Ahnung vom Programmieren habe, haben viele Programmierer Ahnung, wie es in so einer Hausarztpraxis aussieht.
Ich habe eine große Praxis in Hamburg, die eigentlich mehr so einer Landarztpraxis entspricht. Das ist auch so mein Slogan, um Ärzte anzulocken, bei mir zu arbeiten, die Hausarztpraxis in der Stadt. Bei mir haben nur 5 bis 10% der Patienten Termine für gewisse Tätigkeiten wie Blutabnahmen, kleine Operationen oder sowas. Das heißt aber, der Großteil der Patienten, 100 bis 200 pro Tag, kommen ohne Termin. Wir haben zwei Arbeitsplätze, die nichts anderes machen, als die ganze Zeit die Patienten aufzunehmen, seit Corona sogar am dritten Arbeitsplatz. Wir drucken 500 Medikamente auf x Rezepten, schreiben x Arbeitsunfähigkeiten krank oder aus, 3 bis 4 Ärzte behandeln gleichzeitig. Und nach jeder Sprechstunde, die so im Durchschnitt immer 3 Stunden dauert, müssen wir nochmal 60 bis 90 Minuten für die Verwaltung nacharbeiten. Mein persönliches Ziel ist es, jedem Patienten, der die Praxis verlässt, ein digitales Dokument auf sein Handy oder als E-Mail zu schicken, um wirklich eine Zusammenfassung des Konsultationsgrundes mit Diagnosen, Rezepten, Abrechnungsziffern und Empfehlungen zu geben. Ich plane dafür eben tatsächlich nur 30 bis 60 Sekunden ein. Das muss also extrem automatisiert werden. Im Moment klappt das leider noch nicht so richtig gut. Zur elektronischen Patientenakte. Wir hatten ja schon so Versuche mit Vivi und TK-Safe. Da kann ich nur sagen, also diese Akten sind mir von Seiten der Patienten 2 bis 3 Mal in den letzten Jahren überhaupt entgegengekommen, also aufgetreten. Mit der TK-Safe-Geschichte gibt es eine gute Sache eigentlich, wenn man umzieht als Patient und den Arzt wechseln muss, kann man seine Daten komplett transferieren lassen. Die Patienten kriegen dann eine Nummer und über diese Nummer kann ich das alles runterladen. Ich bin, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, ja doch digital ziemlich affin, aber es hat keiner geschafft, mir sozusagen von der TK zu sagen, wie ich diese Daten bekommen kann. Ich habe mich wirklich damit wochenlang beschäftigt. Ich habe den Patienten nicht helfen können. Der musste dann doch alles ausdrucken und ich musste es einscannen. Ab 2021 dann also die elektronische Patientenakte. Die Stolpersteine, die mir so bislang auffallen, auch wenn ich diese Vorträge oder den Vortrag da gerade gehört habe, will ich auch gleich noch drauf eingehen, sind aus ärztlicher Sicht, der Patient kommt mit gegebenenfalls mit unglaublich vielen Dokumenten an. Die Frage ist, muss ich die alle durchgelesen haben, auch wenn ich sie runtergeladen habe? Das ist jetzt eigentlich schon geklärt. Das muss ich nicht nur, was ich für diesen Behandlungspfad gebraucht habe, muss ich auch tatsächlich berücksichtigen. Was als Arzt wirklich schlecht ist, ist, es gibt eben im Moment nur ein PDF-Haufen. Zumindest in der Planung 2021 werden auch ja aus den Ligas nur PDFs exportiert. Das heißt, vor mir liegt ein Haufen digitales Papier, so dass jetzt die Softwarehersteller ja schon NeoViewer produzieren oder PDF-Reader, die aus den Diagnosen, die dort verschlüsselt sind, aus Medikamenten, aus Laborwerten tatsächlich MIOs, medizinische Informationsobjekte, generieren sollen, die dann mein Arztinformationssystem versteht und tatsächlich als wirklichen Datensatz bei mir hinterlegen kann und nicht nur als PDF. Die Verwaltungsrechte, wie sie vorgestellt worden sind, sind so zumindest 2021 nach meinem Wissen noch nicht da. Im Moment kann der Patient eben nur eingeben, ja, das darf ein Arzt öffnen oder ein Mitglied der Leistungserbringer. Aber es ist eben, der Patient kann zumindest in den ersten 12 Monaten nicht unterscheiden, ist das nun der Apotheker, der das Dokument öffnen kann, oder ist es der Psychiater oder ist es der Allgemeinmediziner. Und natürlich, wenn ein Psychiater über meine Depression da einen Bericht reinschreibt, dann will ich als Patient garantiert nicht, dass der Hautarzt oder der Apotheker den auch runterladen und öffnen kann. Das soll aber meines Wissens in den nächsten 12 Monaten noch so sein. Die zeitliche Belastung durch die EPA muss massiv geringer sein und der Gewinn an Zeit muss deutlich erkennbar sein.
Sonst werden die Ärzte das eben eigentlich nicht machen. Als Wünsche, die schlecht gemachte Digitalisierung kann so nach hinten losgehen und kostet Jahre. Diese PDF-Tüte, dass so viele Daten als unsortiertes Konvolut da liegen, macht als einzigen Vorteil tatsächlich nur die Umweltschonung. Die Patienten müssen es im Moment jetzt nicht ausdrucken und kommen mit einem ganzen Ordner Papier an und ich muss es ja einscannen. Wir sparen uns jetzt das Ausdrucken und Einscannen. Wenn ich es einscanne, ist es ja auch nur ein PDF. Also ich möchte darum bitten, also diese medizinischen Informationsobjekte müssen schnellstens verfügbar sein. Vorher macht das für Ärzte kaum Sinn. Das Gleiche ist das mit der Rechteverwaltung. Was ich noch sagen wollte, mir ist noch aufgefallen in dem Vortrag, auch den hat sich, würde ich sagen, wahrscheinlich noch kein Arzt vorher so angeguckt. Auf der, ganz witzig, Patient Thorsten Wagner kriegt zwei Medikamente, Ibuprofen und Celecoxib, die man beide eben eigentlich nicht zusammennehmen darf. Es ist mir nur gerade so aufgefallen, auch dort wahrscheinlich bei diesem Vortrag hat ein Arzt noch nicht drauf geguckt. Meine Frage ist, warum soll in diesem Beispiel der Hausarzt die Laborwerte hochladen? Warum macht das nicht der Laborarzt schon selbst? Und dann möchte ich noch sagen, die Notfalldatenmanagement, das elektronische Rezept und der elektronische Gesundheitsplan, Kommunikation im Gesundheitswesen, alles schon ab 1.7. eigentlich online, geht bei meiner Software tatsächlich noch nicht. Es gibt ganz wenige Ärzte, die das können. Ich kenne da leider noch keinen. Ich wollte sagen, ich bin jemand, der sich wirklich um die Digitalisierung im Gesundheitssystem Sorgen macht und ich möchte das auch nach vorne bringen. Ich glaube, man kann damit viel erreichen. Ich befürchte nur tatsächlich, dass die elektronische Patientenakte, wie sie jetzt startet, echt schwierig wird. Ja, vielen Dank erstmal, Herr Dr. Müller-Glamann, für Ihren Beitrag und auch natürlich die Sichtweise, die Sie eben mitbringen, einmal eben aus der Praxisanwendersicht. Da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal in der Diskussionsrunde drauf. Da sind ja schon auch ein paar Anregungen oder vielleicht kleine Stolpersteine eben aufgezeigt worden, wo es vielleicht dann eben auch tatsächlich noch hapern könnte, wenn das hier ab 1. Januar tatsächlich losgehen soll. Ich gucke gerade mal, ob hier noch Fragen eingegangen sind. Dann würde ich vorschlagen, dann können wir eigentlich vielleicht gleich in die Diskussionsrunde gehen und den Herrn Solar auch wieder dazuschalten. Wenn Sie sich einmal wieder zuschalten zu uns. Also, ich habe mitgenommen nochmal vorhin, ich habe eben nochmal die Fragen nochmal kurz durchgeschaut, die noch aus dem ersten oder nach dem ersten Vortrag gekommen sind. Da war eine Frage schon mal nochmal, wenn man einen Wohnungswechsel vor sich hat, zum Beispiel jetzt in Deutschland lebt, zieht ins Ausland, ist das komplikationslos möglich, das mitzunehmen, sozusagen die Daten, dass die übertragen werden? Das wäre schon mal nochmal eine Frage. Genau, ich habe schon probiert, auf einige Fragen im Chat zu antworten, nach bester Fähigkeit. Nein, also das ist tatsächlich noch nicht spezifiziert, das ist auch noch nicht in Planung zu sagen, wie kann ich quasi meine Daten aus Deutschland in die Schweiz oder nach Österreich mitnehmen. Was wir umgesetzt haben oder umgesetzt sehen werden, ist der EPA 2.0 der Kassenwechsel. Das heißt, wenn ich von Kasse A zu B wandere, dass meine Akte mitziehen kann, dass ich da keinen Datenverlust habe. Man muss aber hier tatsächlich nochmal sagen, dass was wir tun, EPA 1.1 ist tatsächlich ein Minimum Viable Product. Das ist das minimal funktionstüchtige Produkt, weil die Komplexität, alle Ärzte jeglicher Fachrichtungen, inklusive Psychotherapeuten, Zahnärzte, zuzüglich Apotheken und Krankenhäuser anzubinden, das ist nicht ohne. Und man muss dazu sagen, dass wir uns hier dementsprechend auch bisher einzig an die gesetzlich Krankenversicherten wenden. Also das ist eine Serviceleistung, eine verpflichtende Leistung der GKV aus dem deutschen GKV-System. Da sind unsere Nachbarn aus dem US-Land
erstmal noch nicht Teil dessen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, dass wir da den Nutzerkreis auch um die privaten Krankenversicherten erweitern werden ab dem Jahr 2022. Die PKV sind jetzt neue Gesellschafter bei uns seit April diesen Jahres. Aber auch für das EU-Ausland, nichtsdestotrotz, probieren wir natürlich nach vorne zu gucken, die Fälle wie Patient Summary, E-Prescription durchzuführen oder möglich zu machen. Inwiefern das bedeutet, dass ich vielleicht auch den gesamten Datensatz exportieren und einfach importieren kann, muss man sehen. Nach aktueller Lage würde ich sagen, das sind recht verschiedene Systeme. Ob das so ohne weiteres möglich ist, da wäre ich, muss man gucken, was die Zeit da bringt. Okay. Eine weitere Frage war, ob die Möglichkeit dann eben auch besteht, irgendwann, dass die ganzen Angebote wie die Fitness-Tracker, die es zum Beispiel jetzt gibt auf dem Markt, dass die sozusagen in Zukunft dann auch so angebunden werden können, dass dann die Daten, wenn ich jetzt laufen gehe zum Beispiel, direkt sozusagen übertragen werden können in die EVA. Genau, also da ist tatsächlich eine Differenzierung. Also woran wir arbeiten im Sinne der Backend-Schnittstelle des automatisierten Datenaustauschs sind Datenaustausche für DIGAs. Das hat den Hintergrund, dass DIGAs relativ hohe Sicherheitsanforderungen gestellt bekommen durch das BfArM und dass wir auch die Erwartungshaltung stellen, all die Sicherheitsmechanismen, die wir für die EPA ausrufen, das Aktensystem, diese Mechanismen würden in irgendeiner Art und Weise auch geerbt werden von einer App, der ich automatisch einen Zugriff geben möchte. Also das geht nicht ohne weiteres. Aber ich kann tatsächlich als Endanwender auf meinem Endgerät mit einem Smartphone Fitnessdaten, wenn ich der Meinung bin, dass ich sie sicher in meiner EPA verstauen möchte, auch in der Tat hochladen. Also ich könnte tatsächlich so ein Einlinien-EKG von der Apple Watch mit in die EPA laden. Das funktioniert allerdings manuell, nicht automatisiert. Eine weitere Frage war, was auch ein bisschen in den Beitrag von Herrn Dr. Müller-Glamann zum Tragen kam. Ist es jetzt so zu verstehen, dass sozusagen in der Arztpraxis erstmal beide Systeme, ein PVS-System und das System der EPA parallel gepflegt werden müssen? Also dass durch dieses manuelle Up- und Download-Geschehen sozusagen man erstmal zwei Systeme parallel laufen hat? Oder gibt es da schon die Möglichkeit, dass sozusagen da der Austausch oder die Synchronisation automatisiert passiert? Ja, also da tatsächlich, das waren zwei, drei Dinge drin, zu denen wir, glaube ich, nochmal glatt ziehen müssen. Also das eine ist tatsächlich, wie verhält sich das auf Seiten der Ärzte, wenn ich jetzt heute mit meinem Praxisverwaltungssystem arbeite? Die Darstellung, die Sie gesehen haben, sollte eigentlich den darstellen, dass das, was Sie heute benutzen, erweitert wird. Also Sie kriegen im schlechtesten Falle einfach einen neuen Reiter, der da EPA heißt und dann fällt da alles drunter. Im besten Falle ist das etwas integrativer. Also Sie haben beispielsweise eben genau in der Karteikarte, wo Sie chronologische Einträge haben, weitere Einschübe drin. Das soll tatsächlich vermengt werden, was passiert in Ihrem Praxisverwaltungssystem, sei es eine CGM, Medatix oder. Das wird um die EPA-Funktionalität ergänzt. Und wie das ausgesteuert wird in der Oberfläche, das ist offensichtlich frei. Das muss offensichtlich auch in die Haptik des Flusses passen, des Bedienflusses passen, des Primärsystems. Wir sagen ganz klar, dass das, was hochgeladen wird, sollte auch in Absprache mit dem Patienten geschehen. Es kam von das Beispiel mit dem Labormediziner. Ein Manko, was wir bisher haben, Labore sind noch nicht Teilnehmer der Telematik-Infrastruktur. Das heißt, es ginge irgendwo rein technisch nicht so wirklich, aber selbst wenn das ginge, würden wir immer noch sagen, was wichtig ist, ist, dass das Gespräch immer noch passiert. Also, dass das Dokument in der Akte landet und dass das Dokument auch vom Patienten verstanden wird, dem bedarf ein Gespräch. Und ich würde behaupten, dass das von Laboren schwerlich durchgeführt wird. Also ich glaube nicht, dass ein Labor den Patienten anruft. Und deshalb nämlich auch in dem Beispiel, was ich eben nochmal erläutert hatte, ganz bewusst zu sagen, dass eben der Auftraggeber dieses kleinen Blutbildes, das war der Hausarzt, und das, was ich als Patient empfange, ist die Auswertung des Blutbildes durch meinen Hausarzt. Der beruhigt mich oder besorgt mich. Kann ja auch sein. Aber wir wissen ganz genau, weil das fällt alles in das Thema sogenannte Digital Health Literacy, also ich muss quasi auch Gesundheitsdaten digital interpretieren können. Habe ich das entsprechende Wissen nicht, dann kann ich mich von negativ und positiv ganz schnell irritieren lassen. Und das müssen wir tatsächlich vermeiden. Dementsprechend braucht man da schon tatsächlich den ärztlichen Rat. Folgendes steht da drin, ich empfehle dir, das Dokument reinzustellen, könnte für den nächsten behandelnden Arzt relevant sein oder für dich selber. Das sollte nicht automatisiert geschehen, tatsächlich. Ja, vielleicht kann ich auch noch kurz was dazu sagen. Also das finde ich eine sehr vernünftige
Erklärung zur ersten Frage eigentlich des Teilnehmers, dass das automatisiert abgerufen wird. Das wird man als Arzt nicht haben wollen. Also das Arztinformationssystem ist meine Dokumentation, wo ich Sachen reinschreibe, die auch der Patient gar nicht unbedingt sehen soll, wie ich ihn einschätze, ob ich das ernst nehme, ob ich das nicht ernst nehme. Das ist nichts, was nach draußen gehen darf. Und da muss es also auch wirklich eine absolute Grenze geben. Das kann man mit Klicks von rechts nach links schieben, aber also automatisch darf das nie passieren. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Akten, wie auch in dem Beitrag oder im Vortrag gezeigt. Also es hat nichts miteinander zu tun. Das ist eine Ergänzung. Und das Arztinformationssystem ist sozusagen meine Dokumentationsgrundlage und die elektronische Patientenakte ist eben was Zusätzliches, was der Patient nutzen kann oder eben auch nicht. Ja, super, vielen Dank. An Herrn Dr. Müller-Glamann kam noch die Frage, was Sie vielleicht empfehlen würden, wie sich die Kolleginnen und Kollegen darauf einstellen können, auf die Einführung der EPA. Ja, also dazu kann ich ja nur sagen, also selbst ich, der sich damit wirklich auseinandersetzt, habe die Einladung zu dem EPA-Demonstrator tatsächlich für morgen. Also die würde, hätte das jetzt heute nicht stattgefunden. Ich kriege das morgen vorgestellt vom Deutschen Hautärzteverband. Das startet jetzt also alles. Zu erwarten, dass ab 1.1. auch nur ein Arzt die EPA richtig bedienen kann, ist sehr hochgegriffen. Irgendwann werden die Patienten eben kommen. Das wird wahrscheinlich im Jahr 2021 nicht so der Renner werden. Das werden einzelne Versuchspatienten sein. Die Ärzte werden es auch in der jetzt in der Ausgestaltung von der 1. oder von 2021, eben dass es praktisch nur PDF sind, nicht proaktiv bewerben. Wenn es einer unbedingt haben will, dann kriegt er es. Es ist für mich besser, als es jetzt auszudrucken und viel Papiermüll zu produzieren. Dann klicke ich es eben einmal in diese EPA. Aber das wird sicherlich noch das ein Jahr brauchen, bevor das so ein bisschen kommt. Ich glaube nicht, dass man sich jetzt besonders darauf vorbereiten muss. Darauf vorbereiten müssen sich jetzt Ärzte, eigentlich wenn sie auf die weiteren Punkte kommen, die in der Digitalisierung da anstehen, elektronisches Rezept, elektronische AU, was noch kommt. Wir brauchen alle neue elektronische Arztausweise. Die sind jetzt 5 Jahre alt. Wir brauchen jetzt die Generation 2.0. Da gibt es im Moment wirkliche Lieferverzüge. Also wer es jetzt nicht bestellt hat, der kriegt es dieses Jahr auch wahrscheinlich nicht mehr. Man darf jetzt aber nicht warten, bis es dann tatsächlich März oder April ist. Also das würde ich tatsächlich den Kollegen empfehlen, sich schon mal Gedanken zu machen, wie man jetzt an den neuen Arztausweis kommt. Auch wenn der 100 Euro im Jahr kostet. Wir haben eine weitere Frage, und zwar, wie der Datentransfer zwischen zum Beispiel Hausarzt und Facharzt gewährleistet wird. Ob das der Hostbetreiber von dem Hausarzt oder dem Facharzt leisten soll oder wie das vonstatten gehen wird. Also man muss da tatsächlich nochmal differenzieren, was ich mit der EPA tue. Also die EPA ist eine indirekte Datenbereitstellung. Das heißt, ich lade Dokumente auf eine Plattform hoch, auf dieses Aktensystem, und auf dieses Aktensystem zugreifen dürfen alle, die ich dazu berechtige. Der Datentransfer liegt dann technisch betrachtet, also ich stoße den Upload an im Praxisverwaltungssystem. Wie gesagt, das Dokument wird dann verpackt, wird dann verschlüsselt über den Connector, dann über den VPN-Zugangsanbieter oder den Kanal in das Aktensystem gestellt. Für Störfragen im Sinne der Fehlerbehebung ist tatsächlich auch der VPN-Zugangsdienstanbieter dementsprechend die erste Ansprechperson oder der Dienstleister vor Ort, der dann relativ sicher auf den VPN-Zugangsanbieter zugeht, um zu prüfen, ob es tatsächlich an der Verbindung lag oder am Connector oder PVS oder vielleicht am Aktensystem, wenn es das Aktensystem war, weil dort eventuell der Empfang nicht aus irgendwelchen Gründen nicht lief, dann würde natürlich die Fehlermeldung dem Versicherten quasi mitgegeben werden, dort bei der Kasse nachzubohren. Wir als Gematik schauen jetzt tatsächlich dort im Sinne des IT-Service-Managements drauf, dass wir entsprechende Fehlerampeln bekommen und auch frühzeitig auf Probleme reagieren können. Wir gehen aber davon aus, und dafür sieht es genau diese Interoperabilitätstests, die wir auch durchführen, gerade im Rahmen des Zulassungsverfahrens, für die tatsächlich einzelnen Komponenten, Primärsysteme, Connector und Aktensystem, dass eben die Schnittstellen korrekt bedient werden können. Eine Frage, die
sich immer ergibt und sicherlich auch zu Recht eben immer wieder gestellt wird, ist das Thema mit dem Datenschutz. Es gibt natürlich immer wieder Meldungen über Hackerangriffe, dass große Mengen an Patientendaten sozusagen geraubt worden sind oder missbräuchlich genutzt werden. Wie gehen Sie sozusagen davor, dass das im besten Falle eben nicht passiert? Ja, also das ist in der Tat natürlich eine sehr sensible Frage und das ist natürlich eine Gretchenfrage, ne, weil das natürlich sehr stark auf die Akzeptanz einzahlt, die man in dem System oder dem System gibt oder nicht. Ich kann es vielleicht nochmal mit einer Beschreibung probieren, was wir tun und welche Mechanismen wir vorgenommen haben und dann vielleicht zum Vertrauensaspekt kommen. Die Spezifikationen, die wir schreiben, schreiben wir zusammen mit unseren Gesellschaftern. Also die schreiben wir autark irgendwo, aber die schreiben wir natürlich auch mit unseren Gesellschaftern, als dass wir an denen gegenüber verproben, ob auf Bit- und Byte-Ebene tatsächlich das, was wir vorsehen, getragen wird. Dazu gehört im erweiterten Kreis auch das BSI und der BFDI. Wir haben einen ausgesprochen breiten Datenschutz- und Informationssicherheitsansatz, den wir selber fahren. Die Dokumente, die wir haben in der Akte sind Ende zu Ende verschlüsselt mit doppelten Schlüssel, Aktenschlüssel und Dokumentenschlüssel separat. Es ist eine PKI, in der wir uns befinden. Und die Dokumente sind serverseitig nicht einsehbar. Das heißt, selbst wenn ich quasi serverseitig mir Dokumente klaue oder auch in der Praxis, sobald ich nicht über das Schlüsselmaterial verfüge, dann ist das für mich Garbage. Also ich kann mit den Dokumenten eigentlich nichts anfangen. Wir hatten vor kurzem auch ein Gutachten der TU Graz, die das auch nochmal geprüft hat, zusätzlich zum Chaos Computer Club, der sich relativ regelmäßig die EPA anschaut. Die sind eigentlich auch zu einem guten Ergebnis gekommen, dass das, was wir da haben, trägt. Wir haben im Sinne der, ich glaube, zentral lief hier der Punkt, punkto zentrale Datenhaltung. Es ist nicht ganz zentral, es ist eine verteilte Datenhaltung, die wir haben. Also es ist weder eine Cloud, die irgendwelche Automatismen und Logiken abbildet, noch ist es ein einziger Server. Sie haben offensichtlich eine Georedundanz und wir haben so dementsprechend eine verteilte Datenhaltung, die Nachhaltigkeit der Daten gewährleistet. Worum wir nicht rumkommen, ist natürlich, sich dafür Sorge zu tragen, dass sowohl Ärzte in ihren Praxen als auch Versicherte selber an ihren Smartphones vor allem entsprechende Sorgfalt walten lassen. Also wenn ich natürlich meine App öffne an meinem Smartphone an der Bushaltestelle und das dann liegen lasse, ganz plakativ, dann wird das nichts. Dann kann man das einsehen. Aber daran hindert sie de facto heute auch keiner. Also Sie könnten auch heute mit den Dokumenten, jetzt auch in einem anderen Beispiel gezeigt, die mir bereitgestellt werden, wenn ich damit unachtsam umgehe, auch das kann ich heute verlieren oder in die falschen Hände bringen. Relativ einfach. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Frage des Aufschlauens, des Mitnehmens, des Befähigens, dass man sehr bewusst mit seinen Daten auch umgeht, zusätzlich zu den Sicherheitsmechanismen, die wir vorsehen. Eine Frage an Herrn Dr. Müller-Glahmann war noch, Sie hatten in Ihrem Vortrag einmal ganz kurz erwähnt, dass Sie nochmal auf das Thema DIGAZ kurz eingehen. Wenn Sie das vielleicht könnten, Sie das ganz kurz machen. Ja, also bei den DIGAZ habe ich die auch jetzt seit in den letzten 18 Monaten eigentlich mit begleitet und versucht herauszufinden, woran das alles hängt. Interessant ist, dass es nahezu keine Ärzte gibt, die da mit in der Entwicklung sind. Wenn es Ärzte sind, dann sind es keine Ärzte mehr, die wirklich noch am Patienten arbeiten. Fragen, die ich schon vor einem Jahr gestellt habe, sind bislang nicht für Ärzte beantwortet. Wir können es ja theoretisch verschreiben mittlerweile. Es ist aber zum Beispiel noch nicht geklärt, gibt es dafür ein Budget, ist das ein Medikamentenbudget, kann das regressiert werden, habe ich Anspruch drauf, nach 3 Monaten die Nutzerdaten des Patienten zu sehen, ob der es auch wirklich nutzt oder soll ich einfach ihm glauben, er nutzt und schreibe ein erneutes Rezept auf. Das sind für uns relativ praktische Fragen, die ja auch dazu führen, dass praktisch noch nie jemand das aufgeschrieben hat. Interessant ist, dass zum Beispiel die Zulassung oder ich habe mir diese Programme runtergeladen, habe natürlich keinen Code von den Krankenkassen bekommen und bei einer dieser beiden Apps konnte ich einfach eine Zeichenfolge eingeben, dann wurde die auch freigeschaltet. Also es hat mich schon gewundert. Ich habe gedacht, die können ja nicht erkennen, dass ich jetzt so ein Arzt bin, der das ausprobieren will. Die sind relativ teuer, ja. Klar müssen die DIGAZ auch sich irgendwie wieder refinanzieren, aber es sind eben viele ungeklärte Fragen. Das
Und die Zertifizierung, das sind ja alles Medizinprodukte noch der Klasse 1. Die benannten Stellen, die das prüfen sollen, insbesondere bei Gefahrenklasse oder Medizinprodukten oder dann Medical Device Regulation 2b, die haben die Schwierigkeit, dass sie diese Endgeräte, ja, die werden immer geupdatet. Und wenn ich eine App zertifiziere, dann muss ich die in dem Umfeld zertifizieren, wie es im Moment gerade da ist. Und die haben die Schwierigkeit und sagen mir auch immer, sie würden das nur zertifizieren, wenn die App sozusagen verhindern würde, dass das Endgerät sich erneut update oder dass neue Apps draufgespielt werden, was ja letztendlich absurd ist. Also deswegen habe ich auch noch keine Apps gesehen, die jetzt eben einer höheren Gefahrenklasse entsprechen und zertifiziert wurden. Okay, genau. Jetzt, ich höre gerade, das klingt, das verwirrt mich so ein bisschen. Eine Frage, wir haben jetzt schon gehört, es ist jetzt sozusagen ja auch erstmal der Startpunkt, das ist das MVP und es wird weiterentwickelt, es wird schichtweise sozusagen ausgebaut. Was würden Sie aber sagen, was ist der Mehrwert jetzt? Zum Beispiel einmal für die Seite der Ärzteschaft zum Beispiel, aber auch für die Patienten, um das eben auch nochmal herauszustellen. Vielleicht. Jetzt für die elektronische Patientenakte. Ja. Ja, also ich glaube, das kann wirklich sehr gut werden. So wie es im Moment ist, bin ich da tatsächlich noch relativ pessimistisch, dass das durchschlagenden Erfolg hat. Es nützt mir als Arzt nichts, wenn ich einen Riesenstapel PDFs bekomme. Wenn das ein Patient ist, wie in dem Beispiel, wo fünf verschiedene Ärzte jeweils zwei Briefe geschrieben haben, dann ist das für mich ja schnell zu überschauen. Wenn es aber ein Patient ist, der wirklich eine volle Akte hat, dann werden sie vollgeworfen mit, ich weiß nicht, hunderten Laborbefunden, die müssen für mich irgendwie vorsortiert sein. Und dann nützt es mir auch nichts, dass ich dann nur nach einem Jahr sortieren kann. Und dann muss ich es auch noch einzeln immer anklicken. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Installation dieser medizinischen Informationsobjekte ein ganz vordringlicher Punkt ist. Ab 2022, wenn das dann installiert ist, ist das sicherlich deutlich nutzbarer für uns Ärzte. Für die Patienten ist es für junge Patienten ist es sicherlich eine gute Möglichkeit der Kommunikation mit dem Arzt im Gesundheitswesen. Ich glaube auch, dass, wenn das alles so funktioniert wie in dem Beispiel, ist das eine tolle Vereinfachung und ist das wirklich effektiv. Es muss immer, und das hoffe ich, wird auch gemacht, die Sicht des Arztes berücksichtigt werden. Es darf mich nicht viel mehr Zeit kosten. Es muss wirklich schnell und praktikabel sein. Das wird häufig ja aus Sicht der Programmierer, die setzen sich dann in Gedanken als Patient dahin und gucken, ob das gut funktioniert. Der Arzt wird da häufig vergessen. Das beste Beispiel ist das E-Rezept. Ich habe ja gesagt, ich schreibe meinetwegen 600 Rezepte auf. Wenn es keine Komfortsignatur gibt und die soll es nicht geben, sondern nur Einzelsignatur und nur Stapelsignatur, ist es für mich ein nicht praktikables Programm. Also dann kann ich das gar nicht machen, weil ich kann die Patienten, kann die 600 Patienten nicht alle am Abend wieder einbestellen und sagen, holt euch die Rezepte abends nochmal ab, weil ich dann einmal meine Stapelsignatur durchlaufen lasse. Und ich kann aber auch nicht bei jedem Patienten meine achtstellige Geheimnummer eingeben, die Karte einführen und da brauche ich jedes Mal eine Minute für. Das kann ja auch nicht bei 600 Rezepten. Also da muss man sich tatsächlich einfach häufiger mal in die, vielleicht in der Arztpraxis begeben, hinter den Schreibtisch und mal gucken, wie das so funktioniert. Das ist auch der Grund, weshalb ich an solchen Veranstaltungen teilnehme, um einfach vielleicht die richtigen Leute damit zu erreichen, dass sie sich da nochmal an die Stelle des Arztes setzen, dass das eben auch lebbar ist, die Digitalisierung. Da würde ich gerne drauf, den Ball nehme ich gerne mit, weil ich glaube, da ist einiges drin.
dem ich zustimme, aber dem ich vielleicht auch nicht zustimme. Ich fange vielleicht bei den einfachen Dingen an. Also ich glaube in der Tat, ja, das Wichtigste ist, dass wenn Dokumente drin sind und wenn es nur PDFs sind, sie müssen die Dinge finden können. Das ist absolut klar. Wir glauben, dass über die Metadaten, das geht ja über das Jahr hinaus, sie können auch Personen suchen, Einrichtungen suchen, Fachrichtungen und so weiter. Da ist eine Menge drin. Und ich glaube, das trägt, eben weil es auch medizinische Standards nachnutzt, die heute schon verwendet werden, beispielsweise auch im Krankenhaus. Wir haben tatsächlich allerdings auch diese Spezifikation damals wie auch heute mit ärztlicher Beratung auch zum Teil geschrieben. Also es ist nicht so, dass wir als reine Medizininformatiker glauben, dass es richtig machen. Das ist bei Weitem nicht der Fall. Wir müssen nutzerorientiert sein und die Ärzte sind, auch Apotheker, sind alles Kernnutzer. Also die sind diejenigen, die Patienten behandeln. Also das muss man klar so herausstellen. Und der Dialog, mit dem wir da aufwarten können, der beginnt ja jetzt erstmal gerade so richtig. Denn das, was wir gemacht haben, nochmal als MVP-Ansatz, ist überhaupt erstmal ins Ziel zu kommen, auch ins gesundheitspolitische Ziel, die Dinge überhaupt zu etablieren, aber sie richtig rund zu machen. Dafür brauchen wir genau diesen Austausch, um zu gucken, welche Wertelisten tragen denn eigentlich gar nicht oder welche sind dann eigentlich komplett benötigt, die außen vor sind. Beispiel sind immer ICD-10-Codes. Es sind keine Werte, keine Metadaten hier drin. Und man trifft immer wieder auf den, der sagt, ich finde es toll, aber die meisten sagen, ich brauche das eigentlich gar nicht, denn dann hat er falsch kodiert und doppelt kodiert und so weiter. Und das sind ganz viele Diskussionen, die man führt, aber ich kann Ihnen versichern, auf dieser Fachebene sind wir auch unterwegs. Das Beispiel Mio, da gehe ich auch komplett mit. Das ist für mich auch ein unglaubliches Erfolgsgeheimnis für die deutsche Gesundheitswirtschaft und zwar nicht nur für die EPA, sondern auch insbesondere für die Forschung. Denn wenn wir es schaffen sollten, neben Abrechnungsdaten auch klinische Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen, dann brauchen wir semantische Interoperabilität. Haben wir die Semantik nicht, dann wird es mit der Forschung nichts. Und da sind Mios eine absolute Fundgrube, eine Goldgrube. Und da muss man sagen, dass die KBV, die federführend die Mios spezifiziert, auch in Benehmensherstellung mit über 60 Stakeholdern einen formidablen Job macht, auch was die einbeziehenden Kommentare systematisch anbetrifft. Und das wird wachsen. Also nach diesen Pässen kommen beispielsweise ein Krankenhausentlastbericht, es kommen Top 300 Laborberichte nach Leuink, es kommen schnell Zusammenfassung, es kommt vielleicht der Pflegeüberleitbogen. Also es kommen ganz viele Dinge, die wirklich von informativem Gehalt sind. Und ich glaube, wo wir als Gematik hin müssen, eine ganz persönliche Meinung, ich glaube, wir müssen tatsächlich noch fachlicher werden. Also unser Mandat müsste etwas größer werden. Das hört man vielleicht jetzt nicht so gern, aber es ergibt sich daraus, dass wenn ich sage, ich möchte Ärzte und Patienten unterstützen, dann muss ich in die Prozesse schauen und gucken, wo braucht er denn überhaupt Unterstützung? Weil ein Angebot zu schaffen ohne Nachfrage bringt nichts. Wir müssen also dorthin kommen, dass wir gerade an den Sollbruchstellen zwischen Hausarzt und Facharzt und Pflege und so weiter, von der Pflege zurück ins Krankenhaus, diese Dinge müssen wir identifizieren und wir müssen genau gucken, welche Informationen sind benötigt, welche fehlen, welche müssen unmissverständlich sein, denn da brauche ich auf einmal wieder Syntax und Semantik und da müssen wir ansetzen. Zum Punkt der Signatur und ich glaube, dadurch kommt jetzt ein bisschen die Komplexität rein, weil ich habe jetzt einfach mal einmal den Namen KBV in den Mund genommen. Wenn wir von der Signatur sprechen, und das stimmt, wir haben die Stapelsignatur, die kommt vor, da arbeiten wir dran. Ich bin jetzt nicht ganz genau im Thema, aber ich meine auch, dass das zu 22 dann eher was wird, wenn dann wirklich der flächendeckende Rollout da ist. Es gibt ganz viel Historie, die mit der TI zusammenhängt. Sei es in den Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen worden sind, sei es in der Technik, die wir heute benutzen, hier der Connector, die limitieren. Zum Beispiel kann ich in der EPA auch derzeit kein Dokument einstellen, was größer 25 Megabyte ist, weil mir der Connector das nicht hergibt. Wir sind uns dessen sehr schmerzlich bewusst. Wir glauben aber auch, dass wir sehr stolz sein können, dass wenn wir den Rollout haben oder die Anbindung haben, dass wir erstmal die Basis haben. Und das müssen wir jetzt updaten. Und da ist der glückliche Zufall beispielsweise auch mit dem Connector. Auch da laufen die 5-Jahres-Zertifikate zeitnah aus. Sprich, auch her sind wir gezwungen oder haben die Chance, die nächsten Schritte zu gehen. Und solange das Thema platziert ist, das Verständnis da ist und die Akzeptanz für, das könnte ich auch nutzen als Möglichkeit, um mit meinen Kollegen zu kommunizieren, via KIM, via EPA. Da haben wir einen sehr großen Schritt gemacht und dann werden sich auch die anderen Dinge, glaube ich, einrenken. Also ein sehr komplexes, sehr heterogenes System, mit dem wir da auch steuerungsseitig zu tun haben. Ja, sehe ich genauso. Und die Kommunikation unter den Anbietern ist auch einer der Schlüssel neben den Mios. Ja.
möchte vielleicht noch ein Angebot stellen. Wenn Sie möchten, können wir noch mal ganz kurz auf den Demonstrator für Patienten schauen. Denn das wurde eine Aussage getroffen, die muss ich, glaube ich, wirklich noch mal glatt ziehen im Punkt Berechtigungsvergabe. Haben wir die Zeit noch kurz? Ja, sehr gern. Ich glaube, das interessiert vielleicht ja auch alle noch mal aus Patientensicht tatsächlich, wie das dann nachher auch aussehen wird. Schauen wir mal, dass das klappt. So, und Sie müssten jetzt tatsächlich noch einen anderen Bildschirm sehen. Sehen Sie den? Ja. Wunderbar. Wir haben immer so eine App nachgebaut. Und wie gesagt, auch nur Beispiel fiktiv, was kommt, kommt von den Kassen mit der entsprechenden Look and Feel. Wir haben jetzt hier ein Apple iPhone, haben unsere EPA-App, unsere Demo-EPA-App. Und wenn wir uns einloggen, hier schon die erste Sicherheitshürde, Authentifizierung klappt nur mit hohem Vertrauensniveau. Das heißt, EGK mit NFC-Funktion beispielsweise oder angesteckter EGK oder mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung beispielsweise PIN-Eingabe und Gerätekennung, die dahinter steckt. Wir loggen uns mal ein, sind jetzt Thorsten Wagner tatsächlich, haben also komplett die Rolle gewechselt. Und jetzt habe ich halt Möglichkeiten, Informationen zu sehen. Ich habe genau die Kernfunktionalitäten, Dokumente, Berechtigung, Protokolle und noch administrative Dinge. Gucke ich mir meine Dokumente an, sehe ich halt meine Dokumente. Ich halte das mal ganz kurz. Gucke ich in die Berechtigung, sehe ich dann die Berechtigung. Welche Praxen zugefahren und die Protokolle, sehe ich eben genau das, wovon ich vorhin sprach, was wurde eigentlich hochgeladen, runtergeladen, gelöscht. Und etwas, was, glaube ich, vorhin ein bisschen unscharf war, was ich glatt ziehen möchte, ist Folgendes. Wenn Sie eine Berechtigung vergeben, dann tun Sie das sehr bewusst. So, da wird keine Berechtigung per Default drin sein und es wird keine Berechtigung geben, berechtige alle Hausärzte Deutschlands. Was ich tue ist, wir haben hier so ein Plus und immer so ein Helpmark auf jeder der Seiten, unser Designentwurf zumindest. Wenn ich auf das Plus klicke, dann greife ich auf den Verzeichnisdienst der Telematikinfrastruktur zu. Das heißt, hier hinterliegen die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit ihrer Praxis eine Telematik-ID, eine Institutionskarte gekauft haben und an die TI angebunden sind. Jetzt kann ich nach entsprechenden Suchen die Zahnärzte am Turm zum Beispiel finden. Und für diese Praxis und nur für diese Praxis berechtige ich jetzt oder richte ich jetzt ein Zugriffsrecht auf die EPA ein. Ich kann die Zeit begrenzen. Wir können jetzt hier sagen 34 Tage, könnte auch in den Einheiten wechseln. Und jetzt kommt das, was eventuell so ein bisschen missverständlich ist. Ich berechtige also genau diese eine Praxis und wozu ich sie berechtige, sind jetzt tatsächlich in Bulk alle, die in der EPA vorliegenden Dokumente, die von den Quellen, wir haben es hier jetzt aus versicherten Sicht Medizinern genannt, ich weiß, das ist ein bisschen flapsig, oder von mir selber. Also welche habe ich selber hochgestellt? Und dass ich sage, okay, für ja, die Dokumente darf mein Arzt oder da dürfen die Zahnärzte Zugriff haben. Das heißt, ja, tatsächlich die Zahnärzte, Berechtigung wurde eingerichtet, diese Zahnärzte haben also auch Zugriffe auf eventuell Dokumente anderer Praxen. Ja? Das ist durchaus richtig. Beziehungsweise Dokumente, die von diesen Praxen in die EPA eingestellt worden sind. Das heißt, gucken wir auf die Dokumentenliste, sehe ich hier genau beispielsweise diese Inhalte drinstehen und alles, was nicht von mir ist, ja, das wäre jetzt beispielsweise zugriffsfähig für, oder dazu sind die Kollegen zugriffsbefähigt worden für eben jetzt die Zahnärzte am Turm. Das ist korrekt, da ist quasi erstmal das große Ganze. Wir glauben aber im Sinne der informationellen Selbstbestimmung, nachdem man so einen Dreiklang braucht, ist das gegeben, weil ich freiwillig die EPA nutze, freiwillig ein Dokument einlade und freiwillig die Praxis berechtige, eben auf diese Dokumente zugreifen zu können. Wir haben die Feingranularität ausspezifiziert, also ab dem 01.01.2022 wird es anders. Ich kann Ihnen aber versichern, dass das nicht notwendigerweise bedeutet, dass die Komplexität sich reduziert. Wenn Sie für jedes einzelne Dokument sagen können, gehen wir mal auf den Entlassbrief hier. Ich habe hier 6 Praxen und für die nochmal ja, nein, vielleicht. Und das mache ich jetzt beispielsweise pro Dokument. Das ist sehr schwierig, sehr komplex, das will gekannt sein. Ich möchte nochmal kurz darauf eingehen, auf die MIUs oder beziehungsweise auch die Frage, weshalb die EPA auch in der Stufe 1 schon Sinn macht. Wir haben mit dem elektronischen Medikationsplan und dem Notfalldatensatz 2 standardisierte Dokumente, die heute auf der Karte geschrieben werden können. Und Sie kriegen für die Anlage des NFDs ein Bonusgeld, als auch jetzt tatsächlich auch im ersten Jahr für die EPA kriegen Sie auch noch eine Sondervergütung, diese zu erstellen. Ich kann also einen Notfalldatensatz auf die EGK schreiben und die Kopie dieses Datensatzes, die Kopie des NFDs und die Kopie des EMPs, damit der Versicherte es sehen kann, auch in die EPA stellen. Und das macht eine Menge Sinn. Und es macht eine Menge Sinn, das im Bundle das zu sehen, die beiden Aspekte, weil ich quasi mit dem Notfalldatensatz, den wir unter anderem mit der Zusammenarbeit mit der BEC auch spezifiziert haben, so etwas wie gesicherte Diagnosen feststellen kann. Was hat eigentlich der Patient an der Stelle? Ich kann auf Kabelinformationen hinweisen und Allergien dementsprechend nach
zusammenfassen. Das kann sehr wichtig sein und wir glauben im Sinne dieses, wir reden immer davon von einem Change Management, dass wenn ich sage, ich möchte generell diese Anwendungen bekannt machen, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, das in Kombination zu betrachten, auch in Kombination zu fördern. Denn das Erste, wenn Sie sich erinnern, was ich gesagt habe, das Erste, womit ich begonnen habe, ist mit einer semantischen Auflösung des Begriffs Patientenakte. Weil wir zum Beispiel feststellen, dass gerade wenn wir im Kontext der Krankenhäuser unterwegs sind, man schnell abwinkt, weil man kennt die ja schon, man hat ja schon die Patientenakte. Aber das ist was anderes, worüber wir reden. Und ich glaube, für diesen Diskurs und für die Akzeptanz der Anwendung ist es ganz, ganz wichtig, Aufklärung zu leisten und peu à peu zu verstehen, sich reinzuversetzen, was heißt das denn eigentlich, worüber reden wir hier an der Stelle, um das nachvollziehen zu können, dass das hier eine freiwillige, kostenlose Serviceleistung für die Versicherten ist, die bestätigt werden oder bestärkt werden in ihrer Rolle, aber auch verpflichtet werden in dieser Rolle, diese Informationen, die sie haben, auch bestmöglich den nächsten behandelnden Ärzten bereitzustellen, damit alle davon profitieren. Das will ich kurz gezeigt haben. Ich glaube, über Stoppen kann ich es wieder beenden, oder? Ja. Genau. Sie haben jetzt, vielen Dank erst einmal dafür, dass Sie das nochmal ganz kurz gezeigt haben. Da schließt sich auch schon eine Frage an aus dem Publikum sozusagen, aber die ich auch selbst habe. Und zwar, Sie hatten vorhin das ausgeführt, es macht sicherlich erstmal Sinn, das zu nutzen, gerade bei Patienten, die vielleicht jetzt auch noch nicht so viele Dokumente haben. Jetzt haben wir aber sehr viele Patientinnen und Patienten, die natürlich schon eine umfangreiche Gesundheitsgeschichte sozusagen mitbringen und viele Dokumente haben oder auch selbst das vielleicht gar nicht mehr so überblicken. Wird es dann vielleicht in Zukunft die Möglichkeit auch geben, dass Angehörige sozusagen die Steuerung übernehmen können oder eben dann in Absprache mit dem eigentlichen Patienten eben Daten zur Verfügung stellen, das einstellen, mit dem sie geteilt werden. Das zum einen und die andere Frage, die auch noch kam, vielleicht auch gleichzeitig vor dem Hintergrund, wenn ich zum Beispiel jetzt an meine Vor-Ort-Apotheke gehe, hat dann der Apotheker eventuell auch die Möglichkeit im Zuge dieser Daten schon mal auch den Abgleich zu machen für frei verkäufliche Arzneimittel und verschreibungspflichtige, ob es da Wechselwirkung geben könnte, wenn der jetzt kommt. Also vielleicht mal angefangen mit der Frage der Vertreterregelung. Ja, das ist vorgesehen, noch nicht in der EPA 1.1, das kommt mit der EPA 2.0. Da ist es also dann für mich technisch möglich, technisch abzubilden, dass ich beispielsweise meinen Partner, Kinder, Eltern, Freunde, wie auch immer die Lebensverhältnisse sein mögen, Vertrauensverhältnisse, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und woran wir auch ganz explizit arbeiten, ist, dass wir das auch kassenübergreifend möglich machen wollen. Das heißt, wenn ich als Elternteil beispielsweise Eltern habe oder Kinder habe, die verbeamtet sind und privat versichert, dann will ich auch, dass der Versicherungsstatus keinen Unterschied macht, dass man sich gegenseitig unterstützt, je nach Interesse, Befähigung und Hilfe, die man benötigt. Das ist vorgesehen ab dem Jahr 2022. Eine AMTS-Prüfung ist in den Verwaltungssystemen vorgesehen, meines Wissens nach, und der würde dann tatsächlich auf den EMP basieren. Sie können hier tatsächlich dann den EMP der EGK schon nutzen, also eine Apotheke könnte der EMP eingesichtet werden, heute in Druckversion der BMP. Inwiefern OTC-Mittel da reingeschrieben werden, da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ich meine, dass die OTCs drin sein können, aber... Die können drin sein, ja. Ja, also in dem Sinne ja, das wäre eine interessante Sache. Wir arbeiten derzeit unter diesem Stichwort, das ich vorhin nannte, Zusammenspiel der Anwendung genau an der Frage, will ich vielleicht als Versicherter auch mal für mich sowas machen können? Also will ich nachvollziehen können, was ich da eigentlich nehme und wie gut mir das tut? Das sind alles Aspekte, denen wir uns jetzt widmen und die wir, glaube ich, auch jetzt deshalb erst bearbeiten können, weil wir jetzt, glaube ich, ein haptisches, siehe die Demonstratoren, Verständnis davon haben, worüber wir reden. Aber das sind genau diese Überlegungen, die wir jetzt antreten müssen, um dann die Mehrwerte auch herauszuarbeiten, die wir auch wirklich brauchen, um der Gesundheitsversorgung beizukommen oder diese zu verstärken. Mit Hinblick auf die Uhrzeit eine abschließende Frage. Und zwar, ich glaube, das ist jetzt bei allen Beteiligten immer wieder durchgekommen. Die Kommunikation untereinander soll gefördert werden und verstärkt werden. Aber ich glaube, es so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass die Kommunikation jetzt in Richtung Ärzteschaft, Patienten, die das nutzen sollen, noch nicht so optimal läuft. Was ist da geplant? Also wird das über die Krankenkassen erfolgen, dass die ihre Versicherten sozusagen marketingmäßig erreichen? Wissen Sie da schon etwas, auf was wir uns da einstellen können? Ja, also extrem wichtige Frage. Wie gesagt, aus meinen Worten, also für mich ist es eine, also die digitale Transformation ist ein Schlagwort, was ich sehr ungern benutze, aber hier stimmt sie tatsächlich. Wenn wir nämlich tatsächlich auf E-Rezept, EAU, EPA schauen, dann ist das etwas, was die gesamte Gesellschaft, jeder ist irgendwann mal krank,
betrifft und es durchdringt tatsächlich die gesamten Wertschöpfungsketten vom Arzt zum Apotheker zur Krankenkasse. Und das ist dementsprechend auch eine kommunikative Aufgabe, bei der alle beteiligt sein müssen. In Richtung der Versicherten ist es so, dass die Krankenkassen tatsächlich dort das Mandat haben und die Rolle annehmen, tatsächlich aktiv ihre Mitglieder zu informieren und die Angebote klar und deutlich herauszustellen. Das BMG wird auf politischer Ebene dementsprechend auch kommunizieren in Richtung der Parlamente und Ministerien, so wie es ausschaut. Und wir probieren auch zusammen mit den Leistungserbringerorganisationen, sei es den Kassenärztlichen Vereinigungen, wie auch den Ärztekammern oder auch Fachgesellschaften, wo es sich anbietet, das Thema bekannt zu machen. Denn nochmals, ich glaube, nach der Frage oder die Frage der Bedienbarkeit kommt erst nach der Frage, was ist das überhaupt EPA? Weil wir halt gerade im Leistungserbringerdialogen sehr schnell eben auf das Verständnis kommen, das ist ja die Akte, die ich über den Patienten führe und das ist sie halt offensichtlich nicht. Aber da ist ganz viel geplant tatsächlich. Wir haben auch die ersten größeren Dialogveranstaltungen gehalten mit der KV Nordrhein, haben jetzt auch welche geplant mit der KV Westfalen-Lippe, Thüringen, Bremen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg ist auch ein Planung. Also wir probieren tatsächlich in die Fläche zu gehen, dann ist nämlich auch die Sache. Bundesweit klappt natürlich auch nur dann, wenn auch bundesweit informiert wird. Aber da sind wir tatsächlich dran, kommunikativ das aufzugreifen und hoffen auch tatsächlich eben auch den Dialog zurück oder die Kommunikation zurück. Was lief gut, was lief schlecht, was muss ich eigentlich noch wissen? Denn am Ende des Tages kommen Arzt und Patient in Gespräch miteinander und da wäre es natürlich schön, wenn beide Seiten eine etwas mehr als rudimentäre Idee davon haben, was die EPA sein kann und dann gemeinschaftlich entscheiden, das ist clever, wenn wir das machen, weil ich brauche es. Okay, vielen Dank. Ich würde Sie jetzt ganz kurz nochmal bitten, ein Statement ganz kurz nochmal zu verfassen für die Digitalisierung in den Hausarztpraxen oder Facharztpraxen. Warum sollten wir alle sozusagen da dranbleiben und das unterstützen? Herr Buda. Dann lege ich vor, warum sollten wir das tun? Wir sollten es nicht tun, weil es en vogue ist. Ich glaube nicht, dass wir digitalisieren sollten, weil jeder es tut oder die Schlagworte rumfliegen. Ich glaube, wir sollten es tun, weil es nützlich sein kann. Und ich glaube, dort, wo der Nutzen zu anfallen kann, das müssen wir identifizieren. Dafür müssen wir passende Lösungen finden und eine plausible Einbeziehung der Stakeholder, dass diese Lösungen auf Akzeptanz treffen. Also Stichwort E-Rezept stimme ich komplett zu. Wir brauchen eine Komfortsignatur. Das muss on the fly funktionieren, sonst kann ich das nicht machen. Und das mag nach Banalitäten aussehen, aber dem vorausgehend kommen schon ganz viele Abstimmungen. Und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Diskurs nicht schwarz und weiß halten, sondern erstmal offen halten, uns den Fragestellungen uns widmen. Kann mich IT eigentlich unterstützen? Können wir positiv digitalisieren im Gesundheitswesen? Und wo wir es können, da sollten wir tatsächlich Gas geben und das tun. Denn wir werden ganz schnell feststellen, der erste Wurf wird es nicht sein, es wird der zweite oder dritte, weil die Dinge einfach Zeit brauchen. Das ist so bei Dingen, die Sie privat nutzen, nicht anders. Von daher, das ist ja mein Plädoyer. Offenheit, Dialog und dort digitalisieren, wo es Sinn macht. Super, vielen lieben Dank. Herr Dr. Müller-Glamm. Ja, Digitalisierung in der Arztpraxis ist unglaublich wichtig. Wir haben immer weniger Ärzte, immer weniger MFAs. Wir müssen die Digitalisierung nutzen, um einfach effektiver arbeiten zu können. Und das ist sozusagen meine Kernbotschaft. Ich kriege die Krise, wenn ich Digitalisierung höre und es kostet mich mehr Arbeit. Ich habe ein E-Rezept, was ich wegschicke und gleichzeitig zur Sicherheit noch ausdrucken muss. Witzigerweise auf einem Rezeptmuster. Formular 16, ein QR-Code soll ich da ausdrucken, dann lache ich mich tot. Ein Punkt, also ich bin ein absoluter Befürworter der Digitalisierung, aber es gibt eben auch so super viele Stilblüten. Was ich gerade nur noch mal gesehen habe, ist, wenn ich als Hausarzt einen Patienten sehe, der ganz viele Dokumente hat und ich jedes dieser Dokumente, so wie sie es, diesen Laborbefund einscanne, ich gebe den selber per Hand Tags, dann weiß ich auch schon, das werde ich nie machen. Wenn da 50 Dokumente sind und ich soll jedes Dokument einzeln sagen, das hier hat Dr. Hans Meyer erstellt und ich schicke es ein und das ist ein Laborbefund, klick, nächstes Ding. Und noch eins, da können Sie mir 50 Euro geben für so eine Akte, das werde ich trotzdem nicht machen. Also das ist so eine Arztpraxis, muss man sagen, also wird auch im Minutentakt abgerechnet und dann muss ich rechnen, was weiß ich, 5 Euro die Minute und das werde ich nicht schaffen, in 2 Minuten so eine Akte zu erstellen. Ich glaube, das wird ein bisschen rumpelig werden am Anfang. Man muss es einfach versuchen
Und ich bin absolut für die Digitalisierung, weil wir einfach immer weniger Hausärzte haben, immer weniger Arzthelferinnen haben. Das beste Beispiel eigentlich, wofür ich jetzt im Moment echt gerade kämpfe, obwohl ich eigentlich Kritiker war, ist die Corona-App. Kein Gesundheitsamt kann das mehr nachvollziehen. Wenn man irgendwie noch was bremsen will, dann braucht man jetzt auch die Hilfe von dieser App. Und wenn sie auch noch so schlecht ist, sie ist besser, als wenn gar nichts passiert. Kann ich nur sagen, laden Sie sich auch diese App runter. Sie werden viel schneller informiert, wenn Sie einen Test machen, und auch Ihre Kontaktpersonen werden informiert. Dass jetzt die Forderung kommt, wir sollen alle ein Tagebuch führen, mit wem wir die letzten 14 Tage zusammen waren, ist doch ein totaler Schwachsinn, wenn es so eine App gibt. Also Digitalisierung ja, und auch mit der EPA. Danke. Ja, ich danke für die beiden Statements. Ich glaube, wir haben auch ganz viel gegenseitig mitgenommen. Was gibt es schon? Was haben wir vor? Wo hängt es vielleicht auch noch ein bisschen? Welche Stolpersteine werden gesehen? Aber ich glaube, gerade das Schlusswort, man muss es dann auch mal machen und es wird rumpelig sein. Aber ich glaube, bei vielen Entwicklungen ist nicht gleich sozusagen alles astrein gewesen, was auf den Markt gekommen ist. Auch da werden wir jetzt eben die Zeit brauchen, um auch alle Stakeholder mit einzubinden, auch manche Sachen wieder vielleicht verwerfen und schauen, wie es funktioniert. Ich bedanke mich erstmal bei unseren beiden Referenten, Herrn Charlie Bonau und Herrn Dr. Mike Müller-Germann, für ihre Beiträge und dass sie sich auch der Diskussion sozusagen gestellt haben. Das Thema Digitalisierung begleitet uns. Es ist auch nicht immer ein einfaches Thema. Wir von der GWAH bedanken uns auch bei den Teilnehmenden. Wir haben auch in Zukunft bis Ende des Jahres, bevor die EPA eingeführt wird, auch noch ein paar Veranstaltungen vor. Die zeige ich Ihnen jetzt einmal ganz kurz, worauf Sie sich sozusagen noch freuen können. In diesem Jahr, bevor die EPA loslegt, sind wir sozusagen am 25. November nochmal bei der Veranstaltung Chancen der Digitalisierung in der ambulanten Versorgung. Zusammen mit der Deutschen Bank richten wir diese Veranstaltung aus. Auch zu dem Thema Digitalisierung eben gerade bei Arztpraxen unterwegs. Dann haben wir den vierten E-Health Day am 2. Dezember. Das ist der Teil 2. Der erste Teil hat im August schon stattgefunden. Da würden wir uns auch freuen, wenn Sie zahlreich teilnehmen. Da haben wir sehr interessante Inputs. Und vor allen Dingen bieten wir da auch über Workshops noch Ihre interaktive Mitarbeit an. Ein etabliertes Format aus der GWAH ist der Startup-Beratungstag, der sich besonders eben an Gründer und Startups richtet, die noch ein paar Fragen haben, was man eben alles noch zu bedenken hat oder wie man sich vorbereiten kann. Und auch wird es im Dezember eine Ausschreibung der ESA geben zu dem Thema Space and Digital Health. Kriegt man vielleicht am Anfang nicht ganz so zusammen, aber es gibt durchaus Raumfahrttechnologien, die auch im digitalen Gesundheitsbereich Anwendung finden könnten. Und da wird es eine Mitte Dezember eine Förderausschreibung geben und wir werden davor eine Veranstaltung mit unterstützen, zu der man dann eben dementsprechend auch noch Fragen stellen kann. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Bleiben Sie gesund. Nehmen Sie auch die Anregungen mit, die von unseren beiden Referenten gekommen sind. Sie selbst sind im Gesundheitswesen häufig tätig, aber auch selbst Patient und Verbraucher, und nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich dafür. In diesem Sinne, einen schönen Abend.